Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, was Oliver nach dem misslungenen Einbruche begegnete. »Dass euch die Wölfe zerrissen«, murmelte Sykes zähneknirschend, »wollte, dass ich einem von euch nahe genug wäre. Er sollte mir erst Ursach zum Heulen bekommen.« Indem Sykes mit dem wütendsten Ingrimme, dessen er fähig war, diese Worte vor sich hinsprach, legte er den verwundeten Knaben über sein niedergebeugtes Knie und sah sich nach seinen Verfolgern um. Er vermochte in dem Nebel und der Finsternis nichts zu unterscheiden, allein desto heller und lauter tönte das Rufen und Schreien der Nachsetzenden, das Gebell der Hunde ringsumher und der Schall der Lärmglocke durch die Nacht. »Steht, feiger Schuft«, schrie Sykes Toby Crackett nach, der den eilfertigsten Gebrauch von seinen langen Beinen zu machen angefangen hatte und schon eine Strecke voraus war. »Steht im Augenblick!« Toby gehorchte, da er noch nicht vollkommen gewiss war, außer Schussweite zu sein, und klärlich erkannte, dass Sykes nicht in der Stimmung wäre, mit sich scherzen zu lassen. »Helft mir den Knaben vortragen«, tobte der Wütende. »Kommt zurück, hierher!« Toby kehrte langsam einige Schritte zurück, wagte indessen leise und atemlos einige bescheidene Gegenvorstellungen. »Geschwinder«, schrie Sykes, legte den Knaben in einen trockenen Graben und zog eine Pistole hervor. »Habt mich ja nicht zum Narren!« Gerade in diesem Augenblick verdoppelte sich der Lärmen, und Sykes konnte erkennen, dass die Verfolgenden bereits über das Tor zu dem Felde kletterten, in welchem er sich mit Toby und Oliver befand, und dass ihnen ein paar Hunde mehrere Schritte voraus waren. »Es ist nichts mehr zu tun«, sagte Toby. »Lasst den Schreiling und nehmt die Bein untern Arm.« Anmerkung des Übersetzers: Schreiling bedeutet Knabe. Er mochte sich lieber der Möglichkeit aussetzen, von dem Freunde niedergeschossen zu werden, als unfehlbar dem Feinde in die Hände zu fallen, und rannte daher, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, davon. Sykes biss die Zähne zusammen, warf einen Tuchkragen über den Knaben, lief an der nächsten Hecke hin, um die Verfolger zu täuschen, stand vor einer zweiten still, die mit jener in einem rechten Winkel zusammenstieß, schleuderte sein Pistol hoch in die Luft, wagte einen verzweifelten Sprung und rannte in einer anderen Richtung als Toby fort. Seine Eile war unnötig, denn während er über Stock und Block davoneilte, rief schon einer der drei Nachsetzenden die Hunde zurück, die gleich ihren Herren kein großes Behagen an der Verfolgung zu finden schienen und daher augenblicklich gehorchten. Das Kleeblatt war nur wenige Schritte weit in dem Felde vorgedrungen und stand still, um zu beraten. »Mein Rat, oder wenigstens mein Befehl, ist der«, sagte der dickste der drei Männer, »dass wir auf der Stelle umkehren und wieder nach Hause gehen.« »Mir ist alles recht, was Mr. Giles recht ist«, fiel ein kleinerer Mann ein, der indes auch keineswegs schmächtig genannt werden konnte und sehr blass und sehr höflich war, wie es die Leute häufig sind, wenn die Furcht sie regiert. »Meine Herren«, nahm der Dritte das Wort, der die Hunde zurückgerufen hatte, »ich möchte nicht gerne ungezogen erscheinen. Mr. Giles muss es am besten wissen.« »Ja, ja«, fiel der Kleinere ein, »was Mr. Giles sagt, dem dürfen wir nicht widersprechen. Nimmermehr, ich kenne meine Stellung Gott sei Dank zu gut, um mir es herauszunehmen.« Der kleine Mann schien seine Stellung in der Tat nicht bloß genau zu kennen, sondern auch sehr unangenehm zu empfinden, denn er stand zähneklappernd neben den beiden anderen. »Sie fürchten sich, Brittles«, sagte Mr. Giles. »Nicht im Mindesten«, sagte Brittles. »Sie fürchten sich allerdings.« »Sie ehren, Mr. Giles.« »Sie lügen, Brittles.«
Dieses Zwiegespräch war eine Folge davon, dass Mr. Giles Verdruss empfand, und sein Verdruss war aus seinem Unwillen darüber entsprungen, dass die Verantwortlichkeit wegen der Rückkehr nach Hause in der Form eines Kompliments auf ihn zurückgewälzt worden war. Der dritte Mann beendete den Streit sehr philosophisch. »Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es ist,« fiel er ein, »wir fürchten uns alle.« »Sie reden nach Ihrer eigenen Erfahrung,« versetzte Mr. Giles, der der Blässeste von den dreien war. »Allerdings,« sagte der Angeredete, »es ist unter solchen Umständen ganz natürlich und schicklich, dass man sich fürchtet.« »Nun, ich fürchte mich auch,« sagte Brittles, »aber wo ist die Notwendigkeit vorhanden, es einem so geradezu in das Gesicht zu sagen?« Diese offenen Geständnisse besänftigten Mr. Giles, der sogleich bekannte, auch seinerseits einige Furcht zu empfinden, worauf alle drei in der vollkommensten Einmütigkeit zurückzueilen anfingen. Nicht lange nachher trug jedoch Mr. Giles, der den kürzesten Atem hatte und eine große Heugabel trug, auf ein kurzes Verweilen an, um sich wegen seiner Ausfälle zu entschuldigen. »Man glaubt es aber gar nicht,« schloss er, »wozu man fähig ist, wenn einem das Blut warm geworden. Wahrhaftig, ich würde einen Mord begangen haben. Ich weiß es, hätten wir einen der Bösewichter gefangen.« Die anderen beiden hatten ähnliche Überzeugungen und konnten nicht begreifen, wie es zugegangen, dass in ihrer Stimmung eine so plötzliche Änderung eingetreten war. »Ich weiß es,« sagte Giles, »es kam von dem Tore, ja, das Tor zu dem Felde, in welchem wir die Halunken fast ertappt hätten, unterbrach alle Mordgedanken und hemmte die innere Wut. Ich fühlte sie bei mir im Hinübersteigen vergehen.« Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen hatten die beiden anderen dasselbe Gefühl genau in demselben Augenblicke empfunden, so dass gar nicht daran gezweifelt werden konnte. Mr. Giles hatte recht gehabt, als er sagte, es kam von dem Tore. Giles und Brittles waren Diener des Hauses, das von Sykes und Toby Crackett hatte beraubt werden sollen. Der dritte Mann war ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude geschlafen und sich nebst seinen beiden Hunden entschließen müssen, an dem gefahrvollen Abenteuer der Diebesverfolgung teilzunehmen. Mr. Giles diente der alten Dame, welche das Haus bewohnte, in der doppelten Eigenschaft als Keller und Haushofmeister, und Brittles war Bedienter, Gärtner, Ausläufer und so weiter. Die alte Dame hatte ihn in ihren Dienst genommen, als er noch ein kleiner, vielversprechender Knabe gewesen war, und er wurde noch immer als ein solcher behandelt, obgleich er in den 30ern stand. Die drei kühnen Männer setzten unter ermutigenden und die Zeit kürzenden angenehmen Gesprächen in geschlossener Phalanx ihren Rückzug fort und bewiesen, obwohl ihnen noch mancher ungewöhnlich starker Windstoß Schrecken einjagte, die Geistesgegenwart, ihre Laterne abzuholen, die sie hinter einem Baume hatten stehen lassen, damit sie den Dieben nicht anzeigte, wohin sie schießen müssten, falls sie etwa Feuer zu geben geneigt wären. Sie waren längst zu Hause angelangt, die Luft wurde gegen Morgen immer kälter, die Erde immer feuchter und Oliver lag noch immer bewusstlos in dem Graben, wo ihn Sykes niedergelegt hatte. Im Osten zeigte sich das erste matte Morgengrau, eher dem Tode der Nacht als der Geburt des Tages zu vergleichen. Die Sonne ging gehüllt in Nebelwolken auf und es fing an zu regnen, aber Oliver empfand kein Ungemach davon. Er lag fortwährend hilflos und ohnmächtig auf seinem harten, feuchten Bett von Erde. Endlich weckte ihn ein empfindlicher Schmerz. Er schrie laut auf und erwachte. Sein linker, in der Eile mit einem Tuche verbundener Arm hing schwer und gelähmt an seiner Seite, und das Tuch war mit Blut getränkt. Er war so schwach, dass er sich kaum in eine sitzende Stellung emporzurichten vermochte. Er blickte matt nach Hilfe umher und ächzte vor Schmerz.
Bebend an allen Gliedern vor Kälte und Erschöpfung suchte er sich aufzurichten, fiel aber ohnmächtig der Länge nach wieder nieder. Eine ihn überlaufende Ohnmachtsempfindung, die ihm den Gedanken zuzutragen schien, dass er unfehlbar würde sterben müssen, wenn er noch länger daläge, brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er stand mühsam auf, ihm schwindelte jedoch und er wankte gleich einem Betrunkenen von einer Seite zur anderen. Er erhielt sich nichtsdestoweniger aufrecht und taumelte mit niedergesenktem Kopfe vorwärts, ohne zu wissen, wohin. In seinem Innern drängten sich ängstigende, verwirrte Gedanken und Bilder. Es war ihm, als wenn er noch zwischen Sykes und Crackett ginge, die ergrimmt miteinander zankten. Ihre Worte tönten noch in seinen Ohren und als ihn ein Fehltritt zum Bewusstsein zurückrief, machte er die Entdeckung, dass er zu den beiden schrecklichen Männern redete, als wenn er sich noch in ihrer Gewalt befände. Dann kam es ihm wieder vor, als wenn er mit Sykes allein wäre, der ihm seine Rolle bei dem beabsichtigten Einbruche einzuprägen suchte. Unbestimmte, düstere Gestalten schwebten an ihm hin und nieder. Er schreckte zusammen bei dem vermeintlichen Knalle eines Feuergewehrs. Er hörte lautes Rufen und Schreien, vor seinen Augen flimmerten und verschwanden Lichter. Es summte ihm vor den Ohren. Alles war Verwirrung und Lärmen. Er fühlte sich durch eine unsichtbare Hand fortgetragen. Und während er so halb wachend träumte, peinigte und ängstigte ihn fortwährend ein undeutliches Schmerzgefühl, ein Halbbewusstsein seiner unsäglich jammervollen Lage. So wankte er weiter und weiter, fast mechanisch durch Gitter oder Lücken in den Hecken kriechend, bis er einen Weg erreicht hatte, und jetzt fing es an, so stark zu regnen, dass er wirklich erwachte. Er blickte umher und sah in geringer Entfernung ein Haus, bis zu welchem er sich fortschleppen zu können meinte. Die Bewohner desselben hatten vielleicht Mitleid mit ihm, und wo nicht, so war es doch besser, wie er dachte, in der Nähe menschlicher Wesen zu sterben, als allein auf den öden Feldern. Er sammelte seine letzten Kräfte und eilte so rasch er konnte dem Hause zu. Als er näher kam, war es ihm, als wenn er es schon gesehen hätte, wenn er sich auch seiner einzelnen Teile nicht erinnern konnte. Doch ach, die Gartenmauer! Und dort an jener Stelle hatte er sich in der vergangenen Nacht auf die Knie niedergeworfen und die beiden Männer um Erbarmen angefleht. Es war dasselbe Haus, das sie zu berauben versucht hatten. Auf ein paar Augenblicke überkam ihn ein Gefühl so entsetzlichen Schreckens, dass er den Schmerz seiner Wunde vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er war kaum imstande, sich auf den Füßen zu erhalten, und hätte er die Kräfte dazu gehabt, wohin hätte er fliehen sollen? Die Gartentür stand offen, er wankte über den Grasplatz, stieg mit Mühe die Stufen des Portals vor der Haustür hinan und klopfte leise. Die Kräfte schwanden ihm und er sank ohnmächtig nieder. Gerade zu derselben Stunde stärkten sich Mr. Giles Brittles und der Kesselflicker nach den Strapazen und Schrecken der Nacht in der Küche durch ein Schälchen Tee und was es sonst Gutes gab. Nicht, dass es Mr. Giles' Gewohnheit gewesen wäre, zu große Vertraulichkeit mit der geringeren Dienerschaft zu pflegen, gegen welche er sich vielmehr der Regel nach nur mit einer leutseligen Herablassung benahm, die stets an seine höhere Stellung in der Gesellschaft erinnerte. Allein Todesfälle, Feuersbrünste und Einbrüche machen alle Menschen gleich, und Mr. Giles saß mit ausgestreckten Füßen am Herde, hatte den linken Arm auf den Tisch gestützt, illustrierte mit dem rechten einen genauen und blühenden Bericht über den nächtlichen Raubanfall, und sein Publikum, zumal die Köchin und das Hausmädchen, hörte ihm mit atemloser Spannung zu. »Es mochte 13:30 Uhr sein«, sagte Mr. Giles,
Indes kann ich nicht darauf schwören, ob's nicht drei Viertel war, als ich aufwachte, mich im Bette herumdrehte, ungefähr so. Er drehte sich bei diesen Worten auf seinem Stuhle herum und zog den Zipfel des Tischtuchs über die Schultern, um bildlich desto lebhafter die Vorstellung einer Bettdecke hervorzurufen und ein Geräusch zu hören glaubte. Hier erblasste die Köchin und forderte das Hausmädchen auf, die Küchentür zu verschließen. Das Hausmädchen hieß es Brittles, der es dem Kesselflicker hieß, der sich stellte, als ob er nichts hörte. »Ein Geräusch zu hören«, glaubte, wiederholte Mr. Giles. »Ich dachte zuerst bei mir selbst, es ist eine Täuschung«, und legte mich schon wieder zum Einschlafen zurecht, als ich das Geräusch abermals und vollkommen deutlich vernahm. »Was war es denn für eine Art von Geräusch?«, fragte die Köchin. »Ein sprengendes«, erwiderte Mr. Giles. »Ich denke, es war mehr, wie wenn eine eiserne Stange auf einer Muskatnussreibe gerieben wird«, fiel Brittles ein. »So war es, als Sie es hörten«, sagte Giles zu der Zeit, »aber als ich es vernahm, hatte es einen sprengenden Ton. Ich warf die Bettdecke zurück«, er wiederholte die Bewegung mit dem Tischtuche, »richtete mich zum Sitzen empor und horchte.« Die Köchin und das Hausmädchen riefen zugleich aus, »dass sich Gott erbarm«, und rückten näher zusammen. »Ich hörte es jetzt so deutlich, als wenn es dicht vor meinem Bette wäre«, fuhr Giles fort und dachte, »da wird eine Tür oder ein Fenster aufgebrochen. Was ist zu tun? Ich will den guten jungen Brittles wecken und ihn retten, dass er nicht in seinem Bette ermordet wird. Tu ich's nicht, so kann ihm die Kehle vom rechten bis zum linken Ohre abgeschnitten werden, ohne dass er selbst nur einmal etwas davon erfährt.« Hier richteten sich aller Blicke auf Brittles, der die seinigen auf den Redner heftete und ihn mit weit geöffnetem Munde anstarrte, während seine Mienen den unbegrenzten Schrecken ausdrückten. »Ich stieß die Bettdecke von mir«, sprach Giles, das Tischtuch von sich schleudernd und die Köchin und das Hausmädchen scharf fixierend. »Stieg leise aus dem Bette, zog es sein Damen anwesend, Mr. Giles«, murmelte der Kesselflicker. »Meine Pantoffeln an, Sir«, fuhr Giles sich zu ihm wendend und den stärksten Nachdruck auf seine Pantoffel legend fort, »nahm das geladene Pistol zur Hand, das immer mit dem selber zur Korbe hinaufgebracht wird, ging auf den Zehen in Brittles Kammer und sagte, sobald ich ihn aus dem Schlafe gerüttelt hatte, »Brittles, erschrecken Sie nicht!« »Ja, das sagten Sie, Mr. Giles«, fiel Brittles mit bebender Stimme ein. »Brittles, ich glaube, wir sind verloren«, sagte ich, fuhr Giles fort, »aber seien Sie nur ohne Furcht.« »Zeigte er denn auch keine Furcht?«, fragte die Köchin. »Nein«, antwortete Giles, »er war so unverzagt, fast so unverzagt als ich selber.« »Ich wäre auf der Stelle gestorben, wenn ich's gewesen wäre«, bemerkte das Hausmädchen. »Sie sind ein Frauenzimmer«, fiel Brittles ein, der ziemlich herzhaft zu werden anfing. »Brittles hat recht«, sagte Giles mit beifälligem Kopfnicken, »von einem Frauenzimmer war nichts anders zu erwarten. Wir aber als Männer nahmen eine Blendlaterne aus Brittles Kammer und fühlten uns in der Pechrabenfinsternis hinunter.« Er war aufgestanden, hatte die Augen geschlossen, tappte ein paar Schritte vorwärts und durchsägte, um seine Schilderung mit angemessener Aktion zu begleiten, mit den Armen die Luft, bis er mit der Köchin in eine unangenehme Berührung kam und die Köchin und das Hausmädchen zu schreien anfingen, worauf er nach seinem Stuhle zurückeilte. »Was hat das zu bedeuten?« unterbrach er sich plötzlich. »Es wird geklopft. Öffne jemand die Haustür.« Niemand regte sich.
Das ist doch seltsam, dass zu einer so frühen Morgenstunde geklopft wird, fuhr Giles umherschauend und bleichen Antlitzes nur bleiche Gesichter gewahrend fort. Allein die Tür muss geöffnet werden. Hey, holla, hört denn niemand? Mr. Giles richtete bei diesen Worten die Blicke auf Brittles. Allein der von Natur blöde, bescheidene Jüngling hielt sich mutmaßlich in der Tat für niemand und meinte sicher, dass die Frage unmöglich an ihn gerichtet sein könne. Jedenfalls gab er keine Antwort. Mr. Giles sendete dem Kesselflicker auffordernde Blicke zu. Allein der Kesselflicker war urplötzlich eingeschlafen. Die Frauenzimmer kamen nicht in Betracht. Wenn Brittles die Tür etwa lieber in Gegenwart von Zeugen öffnen will, sagte Mr. Giles nach einem kurzen Stillschweigen, so bin ich bereit, einen solchen abzugeben. Ich auch, sagte der Kesselflicker, so plötzlich wieder aufwachend, als er eingeschlafen war. Brittles kapitulierte auf diese Bedingungen und als man die Fensterläden öffnete, die Entdeckung machte, dass es heller Tag war und dadurch gar sehr an Mut gewann, so zog die kleine tapfere Schar aus, die Hunde voran und die Frauenzimmer in der Nachhut. Gemäß dem Rate Mr. Giles sprachen alle sehr laut, um dem Feinde sogleich kundzutun, wie zahlreich sie waren, und gemäß einer unübertrefflichen, von demselben Gentleman ausgesonnenen Kriegslist wurden auf der Hausflur die Hunde in die Schwänze gekniffen, damit sie ein wütendes Bellen erheben möchten, was sie auch taten. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, fasste Mr. Giles den Kesselflicker fest am Arme, damit er nicht fortliefe, wie Mr. Giles scherzend sagte, und gab das Kommandowort, die Tür zu öffnen. Brittles gehorchte, einer blickte dem anderen bebend über die Schultern, und die Schar gewahrte nichts Fürchterlicheres als den armen kleinen Oliver Twist, der bleich und erschöpft die Augen aufschlug und stumm um Mitleid flehte. »Ein Knabe«, rief Mr. Giles den Kesselflicker mutig zurück und sich selber vordrängend außen. »Was ist das? Wie? Brittles, erkennen Sie ihn?« Brittles, der beim Öffnen der Tür hinter dieselbe getreten war, stieß einen Schrei der Wiedererkennung aus, sobald er Oliver erblickte. Giles fasste den Knaben bei einem Beine und einem Arme, zum Glück nicht bei dem Verwundeten, zog ihn hinein und legte ihn der Länge nach auf die Steinplatten nieder. »Hier, hier«, schrie Mr. Giles in größter Erregung die Treppe hinauf, »hier ist einer von den Dieben, Madam. Wir haben einen Dieb, Miss.« »Einen Verwundeten, Miss. Ich traf ihn, Miss, und Brittles hielt das Licht.« »In einer Laterne, Miss«, schrie Brittles, eine Hand an den Mund haltend, damit sein Ruf desto sicherer hinaufdränge. Die Köchin und das Hausmädchen liefen hinauf, um der Herrschaft zu verkündigen, dass Mr. Giles einen Räuber gefangen habe, und der Kesselflicker bemühte sich, Oliver zum Bewusstsein zurückzubringen, damit er nicht stürbe, bevor er gehangen würde. Nach einiger Zeit ertönte von oben durch den Lärmen eine sanfte und wohlklingende, einer jungen Dame angehörende Stimme. »Giles! Giles!« »Hier, Miss, hier bin ich. Erschrecken Sie nicht, Miss. Ich habe keinen bedeutenden Schaden genommen. Er leistete keinen sehr verzweifelten Widerstand, Miss. Ich war ihm gar bald zu viel.« »Still doch, Sie erschrecken ja meine Tante fast ebenso sehr als die Diebe selbst. Ist der arme Mensch stark beschädigt?« »Er hat eine furchtbare Wunde, Miss«, rief Giles mit unbeschreiblichem Wohlbehagen hinauf. »Er sieht aus, als wenn er den Geist aufgeben will, Miss«, schrie Brittles, wie zuvor eine Hand an den Mund haltend. »Wollen Sie nicht herunterkommen, Miss, und ihn sehen, falls er...« »So schreien Sie doch nicht so entsetzlich! Seien Sie einen Augenblick still, ich will mit meiner Tante sprechen.« Die Sprecherin eilte mit leisen Fußtritten fort, kehrte bald wieder zurück und erteilte den Befehl, den Verwundeten vorsichtig hinauf in Mr. Giles' Zimmer zu tragen.
Brittles sollte sogleich den Pony satteln, nach Jersey reiten und eiligst einen Constable und den Doktor holen. »Wollen Sie ihn aber nicht erst einmal ansehen, Miss?« rief Giles mit so viel Stolz, als wenn Oliver ein seltener und prachtvoller Vogel wäre, den er heruntergeschossen. »Nicht um die Welt«, erwiderte die junge Dame, »der arme Mensch. Giles, behandeln Sie ihn ja recht gut, und wenn es auch nur um meinetwillen wäre.« Der alte Diener des Hauses blickte, als sie sich entfernte, zu ihr hinauf, so stolz und wohlgefällig, als ob sie sein eigenes Kind gewesen wäre, und half sodann Oliver mit der freundlichen Fürsorglichkeit und Beeiferung eines Frauenzimmers hinauftragen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 8. August 2024. Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, was Oliver nach dem misslungenen Einbruche begegnete. »Dass euch die Wölfe zerrissen«, murmelte Sykes zähneknirschend, »wollte, dass ich einem von euch nahe genug wäre. Er sollte mir erst Ursach zum Heulen bekommen.« Indem Sykes mit dem wütendsten Ingrimme, dessen er fähig war, diese Worte vor sich hinsprach, legte er den verwundeten Knaben über sein niedergebeugtes Knie und sah sich nach seinen Verfolgern um. Er vermochte in dem Nebel und der Finsternis nichts zu unterscheiden, allein desto heller und lauter tönte das Rufen und Schreien der Nachsetzenden, das Gebell der Hunde ringsumher und der Schall der Lärmglocke durch die Nacht. »Steht, feiger Schuft«, schrie Sykes Toby Crackett nach, der den eilfertigsten Gebrauch von seinen langen Beinen zu machen angefangen hatte und schon eine Strecke voraus war. »Steht im Augenblick!« Toby gehorchte, da er noch nicht vollkommen gewiss war, außer Schussweite zu sein, und klärlich erkannte, dass Sykes nicht in der Stimmung wäre, mit sich scherzen zu lassen. »Helft mir, den Knaben vortragen«, tobte der Wütende. »Kommt zurück, hierher!« Toby kehrte langsam einige Schritte zurück, wagte indessen leise und atemlos einige bescheidene Gegenvorstellungen. »Geschwinder«, schrie Sykes, legte den Knaben in einen trockenen Graben und zog eine Pistole hervor. »Habt mich ja nicht zum Narren!« Gerade in diesem Augenblick verdoppelte sich der Lärmen, und Sykes konnte erkennen, dass die Verfolgenden bereits über das Tor zu dem Felde kletterten, in welchem er sich mit Toby und Oliver befand, und dass ihnen ein paar Hunde mehrere Schritte voraus waren. »Es ist nichts mehr zu tun«, sagte Toby. »Lasst den Schreiling und nehmt die Bein untern Arm.« Anmerkung des Übersetzers: Schreiling bedeutet Knabe. Er mochte sich lieber der Möglichkeit aussetzen, von dem Freunde niedergeschossen zu werden, als unfehlbar dem Feinde in die Hände zu fallen, und rannte daher, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, davon. Sykes biss die Zähne zusammen, warf einen Tuchkragen über den Knaben, lief an der nächsten Hecke hin, um die Verfolger zu täuschen, stand vor einer zweiten still, die mit jener in einem rechten Winkel zusammenstieß, schleuderte sein Pistol hoch in die Luft, wagte einen verzweifelten Sprung und rannte in einer anderen Richtung als Toby fort. Seine Eile war unnötig, denn während er über Stock und Block davoneilte, rief schon einer der drei Nachsetzenden die Hunde zurück, die gleich ihren Herren kein großes Behagen an der Verfolgung zu finden schienen und daher augenblicklich gehorchten. Das Kleeblatt war nur wenige Schritte weit in dem Felde vorgedrungen und stand still, um zu beraten. »Mein Rat, oder wenigstens mein Befehl, ist der«, sagte der dickste der drei Männer, »dass wir auf der Stelle umkehren und wieder nach Hause gehen.«
»Mir ist alles recht, was Mr. Giles recht ist«, fiel ein kleinerer Mann ein, der indes auch keineswegs schmächtig genannt werden konnte und sehr blass und sehr höflich war, wie es die Leute häufig sind, wenn die Furcht sie regiert. »Meine Herren«, nahm der Dritte das Wort, der die Hunde zurückgerufen hatte, »ich möchte nicht gerne ungezogen erscheinen. Mr. Giles muss es am besten wissen.« »Ja, ja«, fiel der Kleinere ein, »was Mr. Giles sagt, dem dürfen wir nicht widersprechen. Nimmermehr, ich kenne meine Stellung Gott sei Dank zu gut, um mir es herauszunehmen.« Der kleine Mann schien seine Stellung in der Tat nicht bloß genau zu kennen, sondern auch sehr unangenehm zu empfinden, denn er stand zähneklappernd neben den beiden anderen. »Sie fürchten sich, Brittles«, sagte Mr. Giles. »Nicht im Mindesten«, sagte Brittles. »Sie fürchten sich allerdings.« »Sie ehren, Mr. Giles.« »Sie lügen, Brittles.« Dieses Zwiegespräch war eine Folge davon, dass Mr. Giles Verdruss empfand, und sein Verdruss war aus seinem Unwillen darüber entsprungen, dass die Verantwortlichkeit wegen der Rückkehr nach Hause in der Form eines Kompliments auf ihn zurückgewälzt worden war. Der dritte Mann beendete den Streit sehr philosophisch. »Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es ist«, fiel er ein, »wir fürchten uns alle.« »Sie reden nach Ihrer eigenen Erfahrung«, versetzte Mr. Giles, der blässeste von den dreien war. »Allerdings«, sagte der Angeredete, »es ist unter solchen Umständen ganz natürlich und schicklich, dass man sich fürchtet.« »Nun, ich fürchte mich auch«, sagte Brittles, »aber wo ist die Notwendigkeit vorhanden, es einem so geradezu in das Gesicht zu sagen?« Diese offenen Geständnisse besänftigten Mr. Giles, der sogleich bekannte, auch seinerseits einige Furcht zu empfinden, worauf alle drei in der vollkommensten Einmütigkeit zurückzueilen anfingen. Nicht lange nachher trug jedoch Mr. Giles, der den kürzesten Atem hatte und eine große Heugabel trug, auf ein kurzes Verweilen an, um sich wegen seiner Ausfälle zu entschuldigen. »Man glaubt es aber gar nicht«, schloss er, »wozu man fähig ist, wenn einem das Blut warm geworden. Wahrhaftig, ich würde einen Mord begangen haben. Ich weiß es, hätten wir einen der Bösewichter gefangen.« Die anderen beiden hatten ähnliche Überzeugungen und konnten nicht begreifen, wie es zugegangen, dass in ihrer Stimmung eine so plötzliche Änderung eingetreten war. »Ich weiß es«, sagte Giles, »es kam von dem Tore, ja, das Tor zu dem Felde, in welchem wir die Halunken fast ertappt hätten, unterbrach alle Mordgedanken und hemmte die innere Wut. Ich fühlte sie bei mir im Hinübersteigen vergehen.« Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen hatten die beiden anderen dasselbe Gefühl genau in demselben Augenblicke empfunden, so dass gar nicht daran gezweifelt werden konnte. Mr. Giles hatte recht gehabt, als er sagte, »Es kam von dem Tore.« Giles und Brittles waren Diener des Hauses, das von Sykes und Toby Crackett hatte beraubt werden sollen. Der dritte Mann war ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude geschlafen und sich nebst seinen beiden Hunden entschließen müssen, an dem gefahrvollen Abenteuer der Diebesverfolgung teilzunehmen. Mr. Giles diente der alten Dame, welche das Haus bewohnte, in der doppelten Eigenschaft als Keller und Haushofmeister, und Brittles war Bedienter, Gärtner, Ausläufer und so weiter. Die alte Dame hatte ihn in ihren Dienst genommen, als er noch ein kleiner, vielversprechender Knabe gewesen war, und er wurde noch immer als ein solcher behandelt, obgleich er in den 30ern stand.
Die drei kühnen Männer setzten unter ermutigenden und die zeitkürzenden angenehmen Gesprächen in geschlossener Phalanx ihren Rückzug fort und bewiesen, obwohl ihnen noch mancher ungewöhnlich starker Windstoß Schrecken einjagte, die Geistesgegenwart, ihre Laterne abzuholen, die sie hinter einem Baume hatten stehen lassen, damit sie den Dieben nicht anzeigte, wohin sie schießen müssten, falls sie etwa Feuer zu geben geneigt wären. Sie waren längst zu Hause angelangt, die Luft wurde gegen Morgen immer kälter, die Erde immer feuchter und Oliver lag noch immer bewusstlos in dem Graben, wo ihn Sykes niedergelegt hatte. Im Osten zeigte sich das erste matte Morgengrau, eher dem Tode der Nacht als der Geburt des Tages zu vergleichen. Die Sonne ging gehüllt in Nebelwolken auf und es fing an zu regnen, aber Oliver empfand kein Ungemach davon. Er lag fortwährend hilflos und ohnmächtig auf seinem harten, feuchten Bett von Erde. Endlich weckte ihn ein empfindlicher Schmerz. Er schrie laut auf und erwachte. Sein linker, in der Eile mit einem Tuche verbundener Arm, hing schwer und gelähmt an seiner Seite, und das Tuch war mit Blut getränkt. Er war so schwach, dass er sich kaum in eine sitzende Stellung emporzurichten vermochte. Er blickte matt nach Hilfe umher und ächzte vor Schmerz. Bebend an allen Gliedern vor Kälte und Erschöpfung suchte er sich aufzurichten, fiel aber ohnmächtig der Länge nach wieder nieder. Eine ihn überlaufende Ohnmachtsempfindung, die ihm den Gedanken zuzutragen schien, dass er unfehlbar würde sterben müssen, wenn er noch länger daläge, brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er stand mühsam auf, ihm schwindelte jedoch und er wankte gleich einem Betrunkenen von einer Seite zur anderen. Er erhielt sich nichtsdestoweniger aufrecht und taumelte mit niedergesenktem Kopfe vorwärts, ohne zu wissen, wohin. In seinem Innern drängten sich ängstigende, verwirrte Gedanken und Bilder. Es war ihm, als wenn er noch zwischen Sykes und Crackett ginge, die ergrimmt miteinander zankten. Ihre Worte tönten noch in seinen Ohren und als ihn ein Fehltritt zum Bewusstsein zurückrief, machte er die Entdeckung, dass er zu den beiden schrecklichen Männern redete, als wenn er sich noch in ihrer Gewalt befände. Dann kam es ihm wieder vor, als wenn er mit Sykes allein wäre, der ihm seine Rolle bei dem beabsichtigten Einbruche einzuprägen suchte. Unbestimmte, düstere Gestalten schwebten an ihm hin und nieder. Er schreckte zusammen bei dem vermeintlichen Knalle eines Feuergewehrs. Er hörte lautes Rufen und Schreien, vor seinen Augen flimmerten und verschwanden Lichter. Es summte ihm vor den Ohren. Alles war Verwirrung und Lärmen. Er fühlte sich durch eine unsichtbare Hand fortgetragen. Und während er so halb wachend träumte, peinigte und ängstigte ihn fortwährend ein undeutliches Schmerzgefühl, ein Halbbewusstsein seiner unsäglich jammervollen Lage. So wankte er weiter und weiter, fast mechanisch durch Gitter oder Lücken in den Hecken kriechend, bis er einen Weg erreicht hatte, und jetzt fing es an, so stark zu regnen, dass er wirklich erwachte. Er blickte umher und sah in geringer Entfernung ein Haus, bis zu welchem er sich fortschleppen zu können meinte. Die Bewohner desselben hatten vielleicht Mitleid mit ihm, und wo nicht, so war es doch besser, wie er dachte, in der Nähe menschlicher Wesen zu sterben, als allein auf den öden Feldern. Er sammelte seine letzten Kräfte und eilte so rasch er konnte dem Hause zu. Als er näher kam, war es ihm, als wenn er es schon gesehen hätte, wenn er sich auch seiner einzelnen Teile nicht erinnern konnte. Doch ach, die Gartenmauer! Und dort an jener Stelle hatte er sich in der vergangenen Nacht auf die Knie niedergeworfen und die beiden Männer um Erbarmen angefleht. Es war dasselbe Haus, das sie zu berauben versucht hatten. Auf ein paar Augenblicke überkam ihn ein Gefühl so entsetzlichen Schreckens, dass er den Schmerz seiner Wunde vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er war kaum imstande, sich auf den Füßen zu erhalten, und hätte er die Kräfte dazu gehabt, wohin hätte er fliehen sollen?
Die Gartentür stand offen, er wankte über den Grasplatz, stieg mit Mühe die Stufen des Portals vor der Haustür hinan und klopfte leise. Die Kräfte schwanden ihm und er sank ohnmächtig nieder. Gerade zu derselben Stunde stärkten sich Mr. Giles Brittles und der Kesselflicker nach den Strapazen und Schrecken der Nacht in der Küche durch ein Schälchen Tee und was es sonst Gutes gab. Nicht, dass es Mr. Giles Gewohnheit gewesen wäre, zu große Vertraulichkeit mit der geringeren Dienerschaft zu pflegen, gegen welche er sich vielmehr der Regel nach nur mit einer leutseligen Herablassung benahm, die stets an seine höhere Stellung in der Gesellschaft erinnerte. Allein Todesfälle, Feuersbrünste und Einbrüche machen alle Menschen gleich, und Mr. Giles saß mit ausgestreckten Füßen am Herde, hatte den linken Arm auf den Tisch gestützt, illustrierte mit dem rechten einen genauen und blühenden Bericht über den nächtlichen Raubanfall, und sein Publikum, zumal die Köchin und das Hausmädchen, hörte ihm mit atemloser Spannung zu. »Es mochte 13:30 sein«, sagte Mr. Giles, »indes kann ich nicht darauf schwören, ob's nicht 3:15 war, als ich aufwachte, mich im Bette herumdrehte, ungefähr so«, er drehte sich bei diesen Worten auf seinem Stuhle herum und zog den Zipfel des Tischtuchs über die Schultern, um bildlich desto lebhafter die Vorstellung einer Bettdecke hervorzurufen, und ein Geräusch zu hören glaubte. Hier erblaßte die Köchin und forderte das Hausmädchen auf, die Küchentür zu verschließen. Das Hausmädchen hieß es Brittles, der es dem Kesselflicker hieß, der sich stellte, als ob er nichts hörte. »Ein Geräusch zu hören, glaubte«, wiederholte Mr. Giles. »Ich dachte zuerst bei mir selbst, es ist eine Täuschung, und legte mich schon wieder zum Einschlafen zurecht, als ich das Geräusch abermals und vollkommen deutlich vernahm.« »Was war es denn für eine Art von Geräusch?«, fragte die Köchin. »Ein sprengendes«, erwiderte Mr. Giles. »Ich denke, es war mehr, wie wenn eine eiserne Stange auf einer Muskatnussreibe gerieben wird«, fiel Brittles ein. »So war es, als Sie es hörten«, sagte Giles, »zu der Zeit, aber als ich es vernahm, hatte es einen sprengenden Ton. Ich warf die Bettdecke zurück«, er wiederholte die Bewegung mit dem Tischtuche, »richtete mich zum Sitzen empor und horchte.« Die Köchin und das Hausmädchen riefen zugleich aus, »Dass sich Gott erbarm«, und rückten näher zusammen. »Ich hörte es jetzt so deutlich, als wenn es dicht vor meinem Bette wäre«, fuhr Giles fort und dachte, »da wird eine Tür oder ein Fenster aufgebrochen. Was ist zu tun? Ich will den guten jungen Brittles wecken und ihn retten, dass er nicht in seinem Bette ermordet wird. Tu ich's nicht, so kann ihm die Kehle vom rechten bis zum linken Ohre abgeschnitten werden, ohne dass er selbst nur einmal etwas davon erfährt.« Hier richteten sich aller Blicke auf Brittles, der die seinigen auf den Redner heftete und ihn mit weit geöffnetem Munde anstarrte, während seine Mienen den unbegrenzten Schrecken ausdrückten. »Ich stieß die Bettdecke von mir«, sprach Giles, das Tischtuch von sich schleudernd und die Köchin und das Hausmädchen scharf fixierend. »Stieg leise aus dem Bette, zog es sein Damen anwesend, Mr. Giles«, murmelte der Kesselflicker. »Meine Pantoffeln an, Sir«, fuhr Giles sich zu ihm wendend und den stärksten Nachdruck auf seine Pantoffel legend fort, »nahm das geladene Pistol zur Hand, das immer mit dem selber zur Korbe hinaufgebracht wird, ging auf den Zehen in Brittles Kammer und sagte, sobald ich ihn aus dem Schlafe gerüttelt hatte, »Brittles, erschrecken Sie nicht!« »Ja, das sagten Sie, Mr. Giles«, fiel Brittles mit bebender Stimme ein. »Brittles, ich glaube, wir sind verloren«, sagte ich, fuhr Giles fort, »aber
seien Sie nur ohne Furcht.« »Zeigte er denn auch keine Furcht?« fragte die Köchin. »Nein«, antwortete Giles, »er war so unverzagt, fast so unverzagt als ich selber.« »Ich wäre auf der Stelle gestorben, wenn ich's gewesen wäre«, bemerkte das Hausmädchen. »Sie sind ein Frauenzimmer«, fiel Brittles ein, der ziemlich herzhaft zu werden anfing. »Brittles hat recht«, sagte Giles mit beifälligem Kopfnicken, »von einem Frauenzimmer war nichts anders zu erwarten. Wir aber als Männer nahmen eine Blendlaterne aus Brittles Kammer und fühlten uns in der Pechrabenfinsternis hinunter.« Er war aufgestanden, hatte die Augen geschlossen, tappte ein paar Schritte vorwärts und durchsägte, um seine Schilderung mit angemessener Aktion zu begleiten, mit den Armen die Luft, bis er mit der Köchin in eine unangenehme Berührung kam und die Köchin und das Hausmädchen zu schreien anfingen, worauf er nach seinem Stuhle zurückeilte. »Was hat das zu bedeuten?« unterbrach er sich plötzlich. »Es wird geklopft. Öffne jemand die Haustür.« Niemand regte sich. »Das ist doch seltsam, dass zu einer so frühen Morgenstunde geklopft wird«, fuhr Giles umherschauend und bleichen Antlitzes nur bleiche Gesichter gewahrend fort. »Allein die Tür muss geöffnet werden. Hey, holla! Hört denn niemand?« Mr. Giles richtete bei diesen Worten die Blicke auf Brittles. Allein der von Natur blöde, bescheidene Jüngling hielt sich mutmaßlich in der Tat für niemand und meinte sicher, dass die Frage unmöglich an ihn gerichtet sein könne. Jedenfalls gab er keine Antwort. Mr. Giles sendete dem Kesselflicker auffordernde Blicke zu. Allein der Kesselflicker war urplötzlich eingeschlafen. Die Frauenzimmer kamen nicht in Betracht. »Wenn Brittles die Tür etwa lieber in Gegenwart von Zeugen öffnen will«, sagte Mr. Giles nach einem kurzen Stillschweigen, »so bin ich bereit, einen solchen abzugeben.« »Ich auch«, sagte der Kesselflicker, so plötzlich wieder aufwachend, als er eingeschlafen war. Brittles kapitulierte auf diese Bedingungen, und als man die Fensterläden öffnete, die Entdeckung machte, dass es heller Tag war und dadurch gar sehr an Mut gewann, so zog die kleine tapfere Schar aus, die Hunde voran und die Frauenzimmer in der Nachhut. Gemäß dem Rate Mr. Giles sprachen alle sehr laut, um dem Feinde sogleich kundzutun, wie zahlreich sie waren, und gemäß einer unübertrefflichen, von demselben Gentleman ausgesonnenen Kriegslist wurden auf der Hausflur die Hunde in die Schwänze gekniffen, damit sie ein wütendes Bellen erheben möchten, was sie auch taten. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, fasste Mr. Giles den Kesselflicker fest am Arme, damit er nicht fortliefe, wie Mr. Giles scherzend sagte, und gab das Kommandowort, die Tür zu öffnen. Brittles gehorchte, einer blickte dem anderen bebend über die Schultern, und die Schar gewahrte nichts Fürchterlicheres als den armen kleinen Oliver Twist, der bleich und erschöpft die Augen aufschlug und stumm um Mitleid flehte. »Ein Knabe«, rief Mr. Giles den Kesselflicker mutig zurück und sich selber vordrängend draußen. »Was ist das? Wie? Brittles, erkennen Sie ihn?« Brittles, der beim Öffnen der Tür hinter dieselbe getreten war, stieß einen Schrei der Wiedererkennung aus, sobald er Oliver erblickte. Giles fasste den Knaben bei einem Beine und einem Arme, zum Glück nicht bei dem Verwundeten, zog ihn hinein und legte ihn der Länge nach auf die Steinplatten nieder. »Hier, hier«, schrie Mr. Giles in größter Erregung die Treppe hinauf, »hier ist einer von den Dieben, Madam. Wir haben einen Dieb, Miss. »Einen Verwundeten, Miss. Ich traf ihn, Miss, und Brittles hielt das Licht.« »In einer Laterne, Miss«, schrie Brittles, eine Hand an den Mund haltend, damit sein Ruf desto sicherer hinaufdränge.
Die Köchin und das Hausmädchen liefen hinauf, um der Herrschaft zu verkündigen, dass Mr. Giles einen Räuber gefangen habe, und der Kesselflicker bemühte sich, Oliver zum Bewusstsein zurückzubringen, damit er nicht stürbe, bevor er gehangen würde. Nach einiger Zeit ertönte von oben durch den Lärmen eine sanfte und wohlklingende, einer jungen Dame angehörende Stimme. »Giles! Giles!« »Hier, Miss, hier bin ich. Erschrecken Sie nicht, Miss. Ich habe keinen bedeutenden Schaden genommen. Er leistete keinen sehr verzweifelten Widerstand, Miss. Ich war ihm gar bald zu viel.« »Still doch, Sie erschrecken ja meine Tante fast ebenso sehr als die Diebe selbst. Ist der arme Mensch stark beschädigt?« »Er hat eine furchtbare Wunde, Miss«, rief Giles mit unbeschreiblichem Wohlbehagen hinauf. »Er sieht aus, als wenn er den Geist aufgeben will, Miss«, schrie Brattles, wie zuvor eine Hand an den Mund haltend. »Wollen Sie nicht herunterkommen, Miss, und ihn sehen, falls er...« »So schreien Sie doch nicht so entsetzlich! Seien Sie einen Augenblick still, ich will mit meiner Tante sprechen.« Die Sprecherin eilte mit leisen Fußtritten fort, kehrte bald wieder zurück und erteilte den Befehl, den Verwundeten vorsichtig hinauf in Mr. Giles' Zimmer zu tragen. Brittles sollte sogleich den Pony satteln, nach Jersey reiten und eiligst einen Constable und den Doktor holen. »Wollen Sie ihn aber nicht erst einmal ansehen, Miss?« rief Giles mit so viel Stolz, als wenn Oliver ein seltener und prachtvoller Vogel wäre, den er heruntergeschossen. »Nicht um die Welt«, erwiderte die junge Dame, »der arme Mensch. Giles, behandeln Sie ihn ja recht gut, und wenn es auch nur um meinetwillen wäre.« Der alte Diener des Hauses blickte, als sie sich entfernte, zu ihr hinauf, so stolz und wohlgefällig, als ob sie sein eigenes Kind gewesen wäre, und half sodann Oliver mit der freundlichen Fürsorglichkeit und Beeiferung eines Frauenzimmers hinauftragen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 8. August 2024. Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, was Oliver nach dem misslungenen Einbruche begegnete. »Dass euch die Wölfe zerrissen«, murmelte Sykes zähneknirschend, »wollte, dass ich einem von euch nahe genug wäre. Er sollte mir erst Ursach zum Heulen bekommen.« Indem Sykes mit dem wütendsten Ingrimme, dessen er fähig war, diese Worte vor sich hinsprach, legte er den verwundeten Knaben über sein niedergebeugtes Knie und sah sich nach seinen Verfolgern um. Er vermochte in dem Nebel und der Finsternis nichts zu unterscheiden, allein desto heller und lauter tönte das Rufen und Schreien der Nachsetzenden, das Gebell der Hunde ringsumher und der Schall der Lärmglocke durch die Nacht. »Steht, feiger Schuft«, schrie Sykes Toby Crackett nach, der den eilfertigsten Gebrauch von seinen langen Beinen zu machen angefangen hatte und schon eine Strecke voraus war. »Steht im Augenblick!« Toby gehorchte, da er noch nicht vollkommen gewiss war, außer Schussweite zu sein, und klärlich erkannte, dass Sykes nicht in der Stimmung wäre, mit sich scherzen zu lassen. »Helft mir, den Knaben vortragen«, tobte der Wütende. »Kommt zurück, hierher!« Toby kehrte langsam einige Schritte zurück, wagte indessen leise und atemlos einige bescheidene Gegenvorstellungen. »Geschwinder«, schrie Sykes, legte den Knaben in einen trockenen Graben und zog eine Pistole hervor. »Habt mich ja nicht zum Narren!« Gerade in diesem Augenblick verdoppelte sich der Lärmen, und Sykes konnte erkennen, dass die Verfolgenden bereits über das Tor zu dem Felde kletterten, in welchem er sich mit Toby und Oliver befand, und dass ihnen ein paar Hunde mehrere Schritte voraus waren. »Es ist nichts mehr zu tun«, sagte Toby.
lasst den Schreiling und nehmt die Bein untern Arm. Anmerkung des Übersetzers, Schreiling bedeutet Knabe. Er mochte sich lieber der Möglichkeit aussetzen, von dem Freunde niedergeschossen zu werden, als unfehlbar dem Feinde in die Hände zu fallen und rannte daher, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, davon. Sykes biss die Zähne zusammen, warf einen Tuchkragen über den Knaben, lief an der nächsten Hecke hin, um die Verfolger zu täuschen, stand vor einer zweiten still, die mit jener in einem rechten Winkel zusammenstieß, schleuderte sein Pistol hoch in die Luft, wagte einen verzweifelten Sprung und rannte in einer anderen Richtung als Toby fort. Seine Eile war unnötig, denn während er über Stock und Block davoneilte, rief schon einer der drei Nachsetzenden die Hunde zurück, die gleich ihren Herren kein großes Behagen an der Verfolgung zu finden schienen und daher augenblicklich gehorchten. Das Kleeblatt war nur wenige Schritte weit in dem Felde vorgedrungen und stand still, um zu beraten. »Mein Rat, oder wenigstens mein Befehl, ist der«, sagte der dickste der drei Männer, »dass wir auf der Stelle umkehren und wieder nach Hause gehen.« »Mir ist alles recht, was Mr. Giles recht ist«, fiel ein kleinerer Mann ein, der indes auch keineswegs schmächtig genannt werden konnte und sehr blass und sehr höflich war, wie es die Leute häufig sind, wenn die Furcht sie regiert. »Meine Herren«, nahm der Dritte das Wort, der die Hunde zurückgerufen hatte, »ich möchte nicht gerne ungezogen erscheinen. Mr. Giles muss es am besten wissen.« »Ja, ja«, fiel der Kleinere ein, »was Mr. Giles sagt, dem dürfen wir nicht widersprechen. Nimmermehr, ich kenne meine Stellung Gott sei Dank zu gut, um mir es herauszunehmen.« Der kleine Mann schien seine Stellung in der Tat nicht bloß genau zu kennen, sondern auch sehr unangenehm zu empfinden, denn er stand zähneklappernd neben den beiden anderen. »Sie fürchten sich, Brittles«, sagte Mr. Giles. »Nicht im Mindesten«, sagte Brittles. »Sie fürchten sich allerdings.« »Sie ehren, Mr. Giles.« »Sie lügen, Brittles.« Dieses Zwiegespräch war eine Folge davon, dass Mr. Giles Verdruss empfand, und sein Verdruss war aus seinem Unwillen darüber entsprungen, dass die Verantwortlichkeit wegen der Rückkehr nach Hause in der Form eines Kompliments auf ihn zurückgewälzt worden war. Der dritte Mann beendete den Streit sehr philosophisch. »Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es ist«, fiel er ein, »wir fürchten uns alle.« »Sie reden nach Ihrer eigenen Erfahrung«, versetzte Mr. Giles, der blässeste von den dreien war. »Allerdings«, sagte der Angeredete, »es ist unter solchen Umständen ganz natürlich und schicklich, dass man sich fürchtet.« »Nun, ich fürchte mich auch«, sagte Brittles, »aber wo ist die Notwendigkeit vorhanden, es einem so geradezu in das Gesicht zu sagen?« Diese offenen Geständnisse besänftigten Mr. Giles, der sogleich bekannte, auch seinerseits einige Furcht zu empfinden, worauf alle drei in der vollkommensten Einmütigkeit zurückzueilen anfingen. Nicht lange nachher trug jedoch Mr. Giles, der den kürzesten Atem hatte und eine große Heugabel trug, auf ein kurzes Verweilen an, um sich wegen seiner Ausfälle zu entschuldigen. »Man glaubt es aber gar nicht«, schloss er, »wozu man fähig ist, wenn einem das Blut warm geworden. Wahrhaftig, ich würde einen Mord begangen haben. Ich weiß es, hätten wir einen der Bösewichter gefangen.« Die anderen beiden hatten ähnliche Überzeugungen und konnten nicht begreifen, wie es zugegangen, dass in ihrer Stimmung eine so plötzliche Änderung eingetreten war. »Ich weiß es«, sagte Giles, »es kam von dem Tore, ja, das Tor zu dem Felde, in welchem wir die Halunken fast ertappt hätten, unterbrach alle Mordgedanken und hemmte die innere Wut. Ich fühlte sie bei mir im Hinübersteigen vergehen.«
Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen hatten die beiden anderen dasselbe Gefühl genau in demselben Augenblicke empfunden, so dass gar nicht daran gezweifelt werden konnte. Mr. Giles hatte recht gehabt, als er sagte, es kam von dem Tore. Giles und Brittles waren Diener des Hauses, das von Sykes und Toby Crackett hatte beraubt werden sollen. Der dritte Mann war ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude geschlafen und sich nebst seinen beiden Hunden entschließen müssen, an dem gefahrvollen Abenteuer der Diebesverfolgung teilzunehmen. Mr. Giles diente der alten Dame, welche das Haus bewohnte, in der doppelten Eigenschaft als Keller und Haushofmeister, und Brittles war Bedienter, Gärtner, Ausläufer und so weiter. Die alte Dame hatte ihn in ihren Dienst genommen, als er noch ein kleiner, vielversprechender Knabe gewesen war, und er wurde noch immer als ein solcher behandelt, obgleich er in den 30ern stand. Die drei kühnen Männer setzten unter ermutigenden und die zeitkürzenden angenehmen Gesprächen in geschlossener Phalanx ihren Rückzug fort und bewiesen, obwohl ihnen noch mancher ungewöhnlich starker Windstoß Schrecken einjagte, die Geistesgegenwart, ihre Laterne abzuholen, die sie hinter einem Baume hatten stehen lassen, damit sie den Dieben nicht anzeigte, wohin sie schießen müssten, falls sie etwa Feuer zu geben geneigt wären. Sie waren längst zu Hause angelangt, die Luft wurde gegen Morgen immer kälter, die Erde immer feuchter und Oliver lag noch immer bewusstlos in dem Graben, wo ihn Sykes niedergelegt hatte. Im Osten zeigte sich das erste matte Morgengrau, eher dem Tode der Nacht als der Geburt des Tages zu vergleichen. Die Sonne ging gehüllt in Nebelwolken auf und es fing an zu regnen, aber Oliver empfand kein Ungemach davon. Er lag fortwährend hilflos und ohnmächtig auf seinem harten, feuchten Bett von Erde. Endlich weckte ihn ein empfindlicher Schmerz. Er schrie laut auf und erwachte. Sein linker, in der Eile mit einem Tuche verbundener Arm, hing schwer und gelähmt an seiner Seite, und das Tuch war mit Blut getränkt. Er war so schwach, dass er sich kaum in eine sitzende Stellung emporzurichten vermochte. Er blickte matt nach Hilfe umher und ächzte vor Schmerz. Bebend an allen Gliedern vor Kälte und Erschöpfung suchte er sich aufzurichten, fiel aber ohnmächtig der Länge nach wieder nieder. Eine ihn überlaufende Ohnmachtsempfindung, die ihm den Gedanken zuzutragen schien, dass er unfehlbar würde sterben müssen, wenn er noch länger daläge, brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er stand mühsam auf, ihm schwindelte jedoch und er wankte gleich einem Betrunkenen von einer Seite zur anderen. Er erhielt sich nichtsdestoweniger aufrecht und taumelte mit niedergesenktem Kopfe vorwärts, ohne zu wissen, wohin. In seinem Innern drängten sich ängstigende, verwirrte Gedanken und Bilder. Es war ihm, als wenn er noch zwischen Sykes und Crackett ginge, die ergrimmt miteinander zankten. Ihre Worte tönten noch in seinen Ohren und als ihn ein Fehltritt zum Bewusstsein zurückrief, machte er die Entdeckung, dass er zu den beiden schrecklichen Männern redete, als wenn er sich noch in ihrer Gewalt befände. Dann kam es ihm wieder vor, als wenn er mit Sykes allein wäre, der ihm seine Rolle bei dem beabsichtigten Einbruche einzuprägen suchte. Unbestimmte, düstere Gestalten schwebten an ihm hin und nieder. Er schreckte zusammen bei dem vermeintlichen Knalle eines Feuergewehrs, er hörte lautes Rufen und Schreien, vor seinen Augen flimmerten und verschwanden Lichter, es summte ihm vor den Ohren, alles war Verwirrung und Lärmen, er fühlte sich durch eine unsichtbare Hand fortgetragen, und während er so halb wachend träumte, peinigte und ängstigte ihn fortwährend ein undeutliches Schmerzgefühl, ein Halbbewusstsein seiner unsäglich jammervollen Lage. So wankte er weiter und weiter, fast mechanisch durch Gitter oder Lücken in den Hecken kriechend, bis er einen Weg erreicht hatte, und jetzt fing es an so stark zu regnen, dass er wirklich erwachte.
Er blickte umher und sah in geringer Entfernung ein Haus, bis zu welchem er sich fortschleppen zu können meinte. Die Bewohner desselben hatten vielleicht Mitleid mit ihm, und wo nicht, so war es doch besser, wie er dachte, in der Nähe menschlicher Wesen zu sterben, als allein auf den öden Feldern. Er sammelte seine letzten Kräfte und eilte so rasch er konnte dem Hause zu. Als er näher kam, war es ihm, als wenn er es schon gesehen hätte, wenn er sich auch seiner einzelnen Teile nicht erinnern konnte. Doch ach, die Gartenmauer! Und dort an jener Stelle hatte er sich in der vergangenen Nacht auf die Knie niedergeworfen und die beiden Männer um Erbarmen angefleht. Es war dasselbe Haus, das sie zu berauben versucht hatten. Auf ein paar Augenblicke überkam ihn ein Gefühl so entsetzlichen Schreckens, dass er den Schmerz seiner Wunde vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er war kaum imstande, sich auf den Füßen zu erhalten, und hätte er die Kräfte dazu gehabt, wohin hätte er fliehen sollen? Die Gartentür stand offen, er wankte über den Grasplatz, stieg mit Mühe die Stufen des Portals vor der Haustür hinan und klopfte leise. Die Kräfte schwanden ihm und er sank ohnmächtig nieder. Gerade zu derselben Stunde stärkten sich Mr. Giles Brittles und der Kesselflicker nach den Strapazen und Schrecken der Nacht in der Küche durch ein Schälchen Tee und was es sonst Gutes gab. Nicht, dass es Mr. Giles' Gewohnheit gewesen wäre, zu große Vertraulichkeit mit der geringeren Dienerschaft zu pflegen, gegen welche er sich vielmehr der Regel nach nur mit einer leutseligen Herablassung benahm, die stets an seine höhere Stellung in der Gesellschaft erinnerte. Allein Todesfälle, Feuersbrünste und Einbrüche machen alle Menschen gleich, und Mr. Giles saß mit ausgestreckten Füßen am Herde, hatte den linken Arm auf den Tisch gestützt, illustrierte mit dem rechten einen genauen und blühenden Bericht über den nächtlichen Raubanfall, und sein Publikum, zumal die Köchin und das Hausmädchen, hörte ihm mit atemloser Spannung zu. »Es mochte 13:30 sein«, sagte Mr. Giles, »indes kann ich nicht darauf schwören, ob's nicht 15:45 war, als ich aufwachte, mich im Bette herumdrehte, ungefähr so«, er drehte sich bei diesen Worten auf seinem Stuhle herum und zog den Zipfel des Tischtuchs über die Schultern, um bildlich desto lebhafter die Vorstellung einer Bettdecke hervorzurufen, und ein Geräusch zu hören glaubte. Hier erblasste die Köchin und forderte das Hausmädchen auf, die Küchentür zu verschließen. Das Hausmädchen hieß es Brittles, der es dem Kesselflicker hieß, der sich stellte, als ob er nichts hörte. »Ein Geräusch zu hören, glaubte«, wiederholte Mr. Giles. »Ich dachte zuerst bei mir selbst, es ist eine Täuschung, und legte mich schon wieder zum Einschlafen zurecht, als ich das Geräusch abermals und vollkommen deutlich vernahm.« »Was war es denn für eine Art von Geräusch?«, fragte die Köchin. »Ein sprengendes«, erwiderte Mr. Giles. »Ich denke, es war mehr, wie wenn eine eiserne Stange auf einer Muskatnussreibe gerieben wird«, fiel Brittles ein. »So war es, als Sie es hörten«, sagte Giles, »zu der Zeit, aber als ich es vernahm, hatte es einen sprengenden Ton. Ich warf die Bettdecke zurück«, er wiederholte die Bewegung mit dem Tischtuche, »richtete mich zum Sitzen empor und horchte.« Die Köchin und das Hausmädchen riefen zugleich aus, »Dass sich Gott erbarm«, und rückten näher zusammen. »Ich hörte es jetzt so deutlich, als wenn es dicht vor meinem Bette wäre«, fuhr Giles fort und dachte, »da wird eine Tür oder ein Fenster aufgebrochen. Was ist zu tun? Ich will den guten jungen Brittles wecken und ihn retten, dass er nicht in seinem Bette ermordet wird. Tu ich's nicht, so kann ihm die Kehle vom rechten bis zum linken Ohre abgeschnitten werden, ohne dass er selbst nur einmal etwas davon erfährt.
Hier richteten sich aller Blicke auf Brittles, der die seinigen auf den Redner heftete und ihn mit weit geöffnetem Munde anstarrte, während seine Mienen den unbegrenzten Schrecken ausdrückten. »Ich stieß die Bettdecke von mir«, sprach Giles, das Tischtuch von sich schleudernd und die Köchin und das Hausmädchen scharf fixierend. Stieg leise aus dem Bette, zog es sein Damen anwesend, Mr. Giles, murmelte der Kesselflicker. »Meine Pantoffeln an, Sir«, fuhr Giles sich zu ihm wendend und den stärksten Nachdruck auf seine Pantoffel legend fort, nahm das geladene Pistol zur Hand, das immer mit dem selber zur Korbe hinaufgebracht wird, ging auf den Zehen in Brittles Kammer und sagte, sobald ich ihn aus dem Schlafe gerüttelt hatte, »Brittles, erschrecken Sie nicht!« »Ja, das sagten Sie, Mr. Giles«, fiel Brittles mit bebender Stimme ein. »Brittles, ich glaube, wir sind verloren«, sagte ich, fuhr Giles fort, »aber seien Sie nur ohne Furcht.« »Zeigte er denn auch keine Furcht?«, fragte die Köchin. »Nein«, antwortete Giles, »er war so unverzagt, fast so unverzagt als ich selber.« »Ich wäre auf der Stelle gestorben, wenn ich's gewesen wäre«, bemerkte das Hausmädchen. »Sie sind ein Frauenzimmer«, fiel Brittles ein, der ziemlich herzhaft zu werden anfing. »Brittles hat recht«, sagte Giles mit beifälligem Kopfnicken, »von einem Frauenzimmer war nichts anders zu erwarten. Wir aber als Männer nahmen eine Blendlaterne aus Brittles Kammer und fühlten uns in der Pechrabenfinsternis hinunter.« Er war aufgestanden, hatte die Augen geschlossen, tappte ein paar Schritte vorwärts und durchsägte, um seine Schilderung mit angemessener Aktion zu begleiten, mit den Armen die Luft, bis er mit der Köchin in eine unangenehme Berührung kam und die Köchin und das Hausmädchen zu schreien anfingen, worauf er nach seinem Stuhle zurückeilte. »Was hat das zu bedeuten?« unterbrach er sich plötzlich. »Es wird geklopft. Öffne jemand die Haustür.« Niemand regte sich. »Das ist doch seltsam, dass zu einer so frühen Morgenstunde geklopft wird«, fuhr Giles umherschauend und bleichen Antlitzes nur bleiche Gesichter gewahrend fort. »Allein die Tür muss geöffnet werden. Hey, holla! Hört denn niemand?« Mr. Giles richtete bei diesen Worten die Blicke auf Brittles. Allein der von Natur blöde, bescheidene Jüngling hielt sich mutmaßlich in der Tat für niemand und meinte sicher, dass die Frage unmöglich an ihn gerichtet sein könne. Jedenfalls gab er keine Antwort. Mr. Giles sendete dem Kesselflicker auffordernde Blicke zu. Allein der Kesselflicker war urplötzlich eingeschlafen. Die Frauenzimmer kamen nicht in Betracht. »Wenn Brittles die Tür etwa lieber in Gegenwart von Zeugen öffnen will«, sagte Mr. Giles nach einem kurzen Stillschweigen, »so bin ich bereit, einen solchen abzugeben.« »Ich auch«, sagte der Kesselflicker, so plötzlich wieder aufwachend, als er eingeschlafen war. Brittles kapitulierte auf diese Bedingungen, und als man die Fensterläden öffnete, die Entdeckung machte, dass es heller Tag war und dadurch gar sehr an Mut gewann, so zog die kleine tapfere Schar aus, die Hunde voran und die Frauenzimmer in der Nachhut. Gemäß dem Rate Mr. Giles sprachen alle sehr laut, um dem Feinde sogleich kundzutun, wie zahlreich sie waren, und gemäß einer unübertrefflichen, von demselben Gentleman ausgesonnenen Kriegslist wurden auf der Hausflur die Hunde in die Schwänze gekniffen, damit sie ein wütendes Bellen erheben möchten, was sie auch taten. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, fasste Mr. Giles den Kesselflicker fest am Arme, damit er nicht fortliefe, wie Mr. Giles scherzend sagte, und gab das Kommandowort, die Tür zu öffnen. Brittles gehorchte,
Einer blickte dem anderen bebend über die Schultern, und die Schar gewahrte nichts Fürchterlicheres als den armen kleinen Oliver Twist, der bleich und erschöpft die Augen aufschlug und stumm um Mitleid flehte. »Ein Knabe«, rief Mr. Giles den Kesselflicker mutig zurück und sich selber vordrängend draußen. »Was ist das? Wie? Brittles, erkennen Sie ihn?« Brittles, der beim Öffnen der Tür hinter dieselbe getreten war, stieß einen Schrei der Wiedererkennung aus, sobald er Oliver erblickte. Giles fasste den Knaben bei einem Beine und einem Arme, zum Glück nicht bei dem Verwundeten, zog ihn hinein und legte ihn der Länge nach auf die Steinplatten nieder. »Hier, hier«, schrie Mr. Giles in größter Erregung die Treppe hinauf, »hier ist einer von den Dieben, Madam. Wir haben einen Dieb, Miss, einen Verwundeten, Miss. Ich traf ihn, Miss, und Brittles hielt das Licht.« »In einer Laterne, Miss«, schrie Brittles, eine Hand an den Mund haltend, damit sein Ruf desto sicherer hinaufdränge. Die Köchin und das Hausmädchen liefen hinauf, um der Herrschaft zu verkündigen, dass Mr. Giles einen Räuber gefangen habe, und der Kesselflicker bemühte sich, Oliver zum Bewusstsein zurückzubringen, damit er nicht stürbe, bevor er gehangen würde. Nach einiger Zeit ertönte von oben durch den Lärmen eine sanfte und wohlklingende, einer jungen Dame angehörende Stimme. »Giles! Giles!« »Hier, Miss, hier bin ich. Erschrecken Sie nicht, Miss. Ich habe keinen bedeutenden Schaden genommen. Er leistete keinen sehr verzweifelten Widerstand, Miss. Ich war ihm gar bald zu viel.« »Still doch, Sie erschrecken ja meine Tante fast ebenso sehr als die Diebe selbst. Ist der arme Mensch stark beschädigt?« »Er hat eine furchtbare Wunde, Miss«, rief Giles mit unbeschreiblichem Wohlbehagen hinauf. »Er sieht aus, als wenn er den Geist aufgeben will, Miss«, schrie Brittles, wie zuvor eine Hand an den Mund haltend. »Wollen Sie nicht herunterkommen, Miss, und ihn sehen, falls er...« »So schreien Sie doch nicht so entsetzlich! Seien Sie einen Augenblick still, ich will mit meiner Tante sprechen.« Die Sprecherin eilte mit leisen Fußtritten fort, kehrte bald wieder zurück und erteilte den Befehl, den Verwundeten vorsichtig hinauf in Mr. Giles' Zimmer zu tragen. Brittles sollte sogleich den Pony satteln, nach Jersey reiten und eiligst einen Constable und den Doktor holen. »Wollen Sie ihn aber nicht erst einmal ansehen, Miss?« rief Giles mit so viel Stolz, als wenn Oliver ein seltener und prachtvoller Vogel wäre, den er heruntergeschossen. »Nicht um die Welt«, erwiderte die junge Dame, »der arme Mensch. Giles, behandeln Sie ihn ja recht gut, und wenn es auch nur um meinetwillen wäre.« Der alte Diener des Hauses blickte, als sie sich entfernte, zu ihr hinauf, so stolz und wohlgefällig, als ob sie sein eigenes Kind gewesen wäre, und half sodann Oliver mit der freundlichen Fürsorglichkeit und Beeiferung eines Frauenzimmers hinauftragen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 8. August 2024. Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, was Oliver nach dem misslungenen Einbruche begegnete. »Dass euch die Wölfe zerrissen«, murmelte Sykes zähneknirschend, »wollte, dass ich einem von euch nahe genug wäre. Er sollte mir erst Ursach zum Heulen bekommen.« Indem Sykes mit dem wütendsten Ingrimme, dessen er fähig war, diese Worte vor sich hinsprach, legte er den verwundeten Knaben über sein niedergebeugtes Knie und sah sich nach seinen Verfolgern um. Er vermochte in dem Nebel und der Finsternis nichts zu unterscheiden, allein desto heller und lauter tönte das Rufen und Schreien der Nachsetzenden, das Gebell der Hunde ringsumher und der Schall der Lärmglocke durch die Nacht.
»Steht, feiger Schuft«, schrie Sykes Toby Crackett nach, der den eilfertigsten Gebrauch von seinen langen Beinen zu machen angefangen hatte und schon eine Strecke voraus war. »Steht im Augenblick!« Toby gehorchte, da er noch nicht vollkommen gewiss war, außer Schussweite zu sein, und klärlich erkannte, dass Sykes nicht in der Stimmung wäre, mit sich scherzen zu lassen. »Helft mir den Knaben vortragen«, tobte der Wütende. »Kommt zurück, hierher!« Toby kehrte langsam einige Schritte zurück, wagte indessen leise und atemlos einige bescheidene Gegenvorstellungen. »Geschwinder«, schrie Sykes, legte den Knaben in einen trockenen Graben und zog eine Pistole hervor. »Habt mich ja nicht zum Narren!« Gerade in diesem Augenblick verdoppelte sich der Lärmen, und Sykes konnte erkennen, dass die Verfolgenden bereits über das Tor zu dem Felde kletterten, in welchem er sich mit Toby und Oliver befand, und dass ihnen ein paar Hunde mehrere Schritte voraus waren. »Es ist nichts mehr zu tun«, sagte Toby. »Lasst den Schreiling und nehmt die Bein untern Arm.« Anmerkung des Übersetzers: Schreiling bedeutet Knabe. Er mochte sich lieber der Möglichkeit aussetzen, von dem Freunde niedergeschossen zu werden, als unfehlbar dem Feinde in die Hände zu fallen, und rannte daher, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, davon. Sykes biss die Zähne zusammen, warf einen Tuchkragen über den Knaben, lief an der nächsten Hecke hin, um die Verfolger zu täuschen, stand vor einer zweiten still, die mit jener in einem rechten Winkel zusammenstieß, schleuderte sein Pistol hoch in die Luft, wagte einen verzweifelten Sprung und rannte in einer anderen Richtung als Toby fort. Seine Eile war unnötig, denn während er über Stock und Block davoneilte, rief schon einer der drei Nachsetzenden die Hunde zurück, die gleich ihren Herren kein großes Behagen an der Verfolgung zu finden schienen und daher augenblicklich gehorchten. Das Kleeblatt war nur wenige Schritte weit in dem Felde vorgedrungen und stand still, um zu beraten. »Mein Rat, oder wenigstens mein Befehl, ist der«, sagte der dickste der drei Männer, »dass wir auf der Stelle umkehren und wieder nach Hause gehen.« »Mir ist alles recht, was Mr. Giles recht ist«, fiel ein kleinerer Mann ein, der indes auch keineswegs schmächtig genannt werden konnte und sehr blass und sehr höflich war, wie es die Leute häufig sind, wenn die Furcht sie regiert. »Meine Herren«, nahm der Dritte das Wort, der die Hunde zurückgerufen hatte, »ich möchte nicht gerne ungezogen erscheinen. Mr. Giles muss es am besten wissen.« »Ja, ja«, fiel der Kleinere ein, »was Mr. Giles sagt, dem dürfen wir nicht widersprechen. Nimmermehr, ich kenne meine Stellung Gott sei Dank zu gut, um mir es herauszunehmen.« Der kleine Mann schien seine Stellung in der Tat nicht bloß genau zu kennen, sondern auch sehr unangenehm zu empfinden, denn er stand zähneklappernd neben den beiden andern. »Sie fürchten sich, Brittles«, sagte Mr. Giles. »Nicht im Mindesten«, sagte Brittles. »Sie fürchten sich allerdings.« »Sie irren, Mr. Giles.« »Sie lügen, Brittles.« Dieses Zwiegespräch war eine Folge davon, dass Mr. Giles Verdruss empfand, und sein Verdruss war aus seinem Unwillen darüber entsprungen, dass die Verantwortlichkeit wegen der Rückkehr nach Hause in der Form eines Kompliments auf ihn zurückgewälzt worden war. Der dritte Mann beendete den Streit sehr philosophisch. »Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es ist«, fiel er ein. »Wir fürchten uns alle.« »Sie reden nach Ihrer eigenen Erfahrung«, versetzte Mr. Giles, der blässeste von den dreien war. »Allerdings«, sagte der Angeredete, »es ist unter solchen Umständen ganz natürlich und schicklich, dass man sich fürchtet.« »Nun, ich fürchte mich auch«, sagte Brittles, »aber wo ist die Notwendigkeit vorhanden, es einem so geradezu in das Gesicht zu sagen?«
Diese offenen Geständnisse besänftigten Mr. Giles, der sogleich bekannte, auch seinerseits einige Furcht zu empfinden, worauf alle drei in der vollkommensten Einmütigkeit zurückzueilen anfingen. Nicht lange nachher trug jedoch Mr. Giles, der den kürzesten Atem hatte und eine große Heugabel trug, auf ein kurzes Verweilen an, um sich wegen seiner Ausfälle zu entschuldigen. »Man glaubt es aber gar nicht«, schloss er, »wozu man fähig ist, wenn einem das Blut warm geworden. Wahrhaftig, ich würde einen Mord begangen haben. Ich weiß es, hätten wir einen der Bösewichter gefangen.« Die anderen beiden hatten ähnliche Überzeugungen und konnten nicht begreifen, wie es zugegangen, dass in ihrer Stimmung eine so plötzliche Änderung eingetreten war. »Ich weiß es«, sagte Giles, »es kam von dem Tore, ja, das Tor zu dem Felde, in welchem wir die Halunken fast ertappt hätten, unterbrach alle Mordgedanken und hemmte die innere Wut. Ich fühlte sie bei mir im Hinübersteigen vergehen.« Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen hatten die beiden anderen dasselbe Gefühl genau in demselben Augenblicke empfunden, so dass gar nicht daran gezweifelt werden konnte. Mr. Giles hatte recht gehabt, als er sagte, »Es kam von dem Tore.« Giles und Brittles waren Diener des Hauses, das von Sykes und Toby Crackett hatte beraubt werden sollen. Der dritte Mann war ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude geschlafen und sich nebst seinen beiden Hunden entschließen müssen, an dem gefahrvollen Abenteuer der Diebesverfolgung teilzunehmen. Mr. Giles diente der alten Dame, welche das Haus bewohnte, in der doppelten Eigenschaft als Keller und Haushofmeister, und Brittles war Bedienter, Gärtner, Ausläufer und so weiter. Die alte Dame hatte ihn in ihren Dienst genommen, als er noch ein kleiner, vielversprechender Knabe gewesen war, und er wurde noch immer als ein solcher behandelt, obgleich er in den 30ern stand. Die drei kühnen Männer setzten unter ermutigenden und die Zeit kürzenden angenehmen Gesprächen in geschlossener Phalanx ihren Rückzug fort und bewiesen, obwohl ihnen noch mancher ungewöhnlich starker Windstoß Schrecken einjagte, die Geistesgegenwart, ihre Laterne abzuholen, die sie hinter einem Baume hatten stehen lassen, damit sie den Dieben nicht anzeigte, wohin sie schießen müssten, falls sie etwa Feuer zu geben geneigt wären. Sie waren längst zu Hause angelangt, die Luft wurde gegen Morgen immer kälter, die Erde immer feuchter und Oliver lag noch immer bewusstlos in dem Graben, wo ihn Sykes niedergelegt hatte. Im Osten zeigte sich das erste matte Morgengrau, eher dem Tode der Nacht als der Geburt des Tages zu vergleichen. Die Sonne ging gehüllt in Nebelwolken auf und es fing an zu regnen, aber Oliver empfand kein Ungemach davon. Er lag fortwährend hilflos und ohnmächtig auf seinem harten, feuchten Bett von Erde. Endlich weckte ihn ein empfindlicher Schmerz. Er schrie laut auf und erwachte. Sein linker, in der Eile mit einem Tuche verbundener Arm, hing schwer und gelähmt an seiner Seite, und das Tuch war mit Blut getränkt. Er war so schwach, dass er sich kaum in eine sitzende Stellung emporzurichten vermochte. Er blickte matt nach Hilfe umher und ächzte vor Schmerz. Bebend an allen Gliedern vor Kälte und Erschöpfung suchte er sich aufzurichten, fiel aber ohnmächtig der Länge nach wieder nieder. Eine ihn überlaufende Ohnmachtsempfindung, die ihm den Gedanken zuzutragen schien, dass er unfehlbar würde sterben müssen, wenn er noch länger daläge, brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er stand mühsam auf, ihm schwindelte jedoch und er wankte gleich einem Betrunkenen von einer Seite zur anderen. Er erhielt sich nichtsdestoweniger aufrecht und taumelte mit niedergesenktem Kopfe vorwärts, ohne zu wissen, wohin. In seinem Innern drängten sich ängstigende, verwirrte Gedanken und Bilder. Es war ihm, als wenn er noch zwischen Sykes und Crackett ginge, die ergrimmt miteinander zankten.
Ihre Worte tönten noch in seinen Ohren, und als ihn ein Fehltritt zum Bewusstsein zurückrief, machte er die Entdeckung, dass er zu den beiden schrecklichen Männern redete, als wenn er sich noch in ihrer Gewalt befände. Dann kam es ihm wieder vor, als wenn er mit Sykes allein wäre, der ihm seine Rolle bei dem beabsichtigten Einbruche einzuprägen suchte. Unbestimmte, düstere Gestalten schwebten an ihm hin und nieder. Er schreckte zusammen bei dem vermeintlichen Knalle eines Feuergewehrs. Er hörte lautes Rufen und Schreien, vor seinen Augen flimmerten und verschwanden Lichter. Es summte ihm vor den Ohren, alles war Verwirrung und Lärmen. Er fühlte sich durch eine unsichtbare Hand fortgetragen, und während er so halb wachend träumte, peinigte und ängstigte ihn fortwährend ein undeutliches Schmerzgefühl, ein Halbbewusstsein seiner unsäglich jammervollen Lage. So wankte er weiter und weiter, fast mechanisch durch Gitter oder Lücken in den Hecken kriechend, bis er einen Weg erreicht hatte, und jetzt fing es an, so stark zu regnen, dass er wirklich erwachte. Er blickte umher und sah in geringer Entfernung ein Haus, bis zu welchem er sich fortschleppen zu können meinte. Die Bewohner desselben hatten vielleicht Mitleid mit ihm, und wo nicht, so war es doch besser, wie er dachte, in der Nähe menschlicher Wesen zu sterben, als allein auf den öden Feldern. Er sammelte seine letzten Kräfte und eilte so rasch er konnte dem Hause zu. Als er näher kam, war es ihm, als wenn er es schon gesehen hätte, wenn er sich auch seiner einzelnen Teile nicht erinnern konnte. Doch ach, die Gartenmauer! Und dort, an jener Stelle, hatte er sich in der vergangenen Nacht auf die Knie niedergeworfen und die beiden Männer um Erbarmen angefleht. Es war dasselbe Haus, das sie zu berauben versucht hatten. Auf ein paar Augenblicke überkam ihn ein Gefühl so entsetzlichen Schreckens, dass er den Schmerz seiner Wunde vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er war kaum imstande, sich auf den Füßen zu erhalten, und hätte er die Kräfte dazu gehabt, wohin hätte er fliehen sollen? Die Gartentür stand offen, er wankte über den Grasplatz, stieg mit Mühe die Stufen des Portals vor der Haustür hinan und klopfte leise. Die Kräfte schwanden ihm und er sank ohnmächtig nieder. Gerade zu derselben Stunde stärkten sich Mr. Giles Brittles und der Kesselflicker nach den Strapazen und Schrecken der Nacht in der Küche durch ein Schälchen Tee und was es sonst Gutes gab. Nicht, dass es Mr. Giles' Gewohnheit gewesen wäre, zu große Vertraulichkeit mit der geringeren Dienerschaft zu pflegen, gegen welche er sich vielmehr der Regel nach nur mit einer leutseligen Herablassung benahm, die stets an seine höhere Stellung in der Gesellschaft erinnerte. Allein Todesfälle, Feuersbrünste und Einbrüche machen alle Menschen gleich, und Mr. Giles saß mit ausgestreckten Füßen am Herde, hatte den linken Arm auf den Tisch gestützt, illustrierte mit dem rechten einen genauen und blühenden Bericht über den nächtlichen Raubanfall, und sein Publikum, zumal die Köchin und das Hausmädchen, hörte ihm mit atemloser Spannung zu. »Es mochte 13:30 sein«, sagte Mr. Giles, »indes kann ich nicht darauf schwören, ob's nicht 15:45 war, als ich aufwachte, mich im Bette herumdrehte, ungefähr so«, er drehte sich bei diesen Worten auf seinem Stuhle herum und zog den Zipfel des Tischtuchs über die Schultern, um bildlich desto lebhafter die Vorstellung einer Bettdecke hervorzurufen, und ein Geräusch zu hören glaubte. Hier erblasste die Köchin und forderte das Hausmädchen auf, die Küchentür zu verschließen. Das Hausmädchen hieß es Brittles, der es dem Kesselflicker hieß, der sich stellte, als ob er nichts hörte. »Ein Geräusch zu hören, glaubte«, wiederholte Mr. Giles. »Ich dachte zuerst bei mir selbst, es ist eine Täuschung, und legte mich schon wieder zum Einschlafen zurecht, als ich das Geräusch abermals und vollkommen deutlich vernahm.«
»Was war es denn für eine Art von Geräusch?« fragte die Köchin. »Ein sprengendes«, erwiderte Mr. Giles. »Ich denke, es war mehr, wie wenn eine eiserne Stange auf einer Muskatnussreibe gerieben wird«, fiel Brittles ein. »So war es, als Sie es hörten«, sagte Giles zu der Zeit, »aber als ich es vernahm, hatte es einen sprengenden Ton. Ich warf die Bettdecke zurück«, er wiederholte die Bewegung mit dem Tischtuche, »richtete mich zum Sitzen empor und horchte.« Die Köchin und das Hausmädchen riefen zugleich aus, »Dass sich Gott erbarm«, und rückten näher zusammen. »Ich hörte es jetzt so deutlich, als wenn es dicht vor meinem Bette wäre«, fuhr Giles fort und dachte, »da wird eine Tür oder ein Fenster aufgebrochen. Was ist zu tun?« »Ich will den guten jungen Brittles wecken und ihn retten, dass er nicht in seinem Bette ermordet wird. Tu ich's nicht, so kann ihm die Kehle vom rechten bis zum linken Ohre abgeschnitten werden, ohne dass er selbst nur einmal etwas davon erfährt.« Hier richteten sich aller Blicke auf Brittles, der die seinigen auf den Redner heftete und ihn mit weit geöffnetem Munde anstarrte, während seine Mienen den unbegrenzten Schrecken ausdrückten. »Ich stieß die Bettdecke von mir«, sprach Giles, das Tischtuch von sich schleudernd und die Köchin und das Hausmädchen scharf fixierend. »Stieg leise aus dem Bette, zog es sein Damen anwesend, Mr. Giles«, murmelte der Kesselflicker. »Meine Pantoffeln an, Sir«, fuhr Giles sich zu ihm wendend und den stärksten Nachdruck auf seine Pantoffel legend fort, »nahm das geladene Pistol zur Hand, das immer mit dem selber zur Korbe hinaufgebracht wird, ging auf den Zehen in Brittles Kammer und sagte, sobald ich ihn aus dem Schlafe gerüttelt hatte, »Brittles, erschrecken Sie nicht!« »Ja, das sagten Sie, Mr. Giles«, fiel Brittles mit bebender Stimme ein. »Brittles, ich glaube, wir sind verloren«, sagt ich, fuhr Giles fort, »aber seien Sie nur ohne Furcht.« »Zeigte er denn auch keine Furcht?«, fragte die Köchin. »Nein«, antwortete Giles, »er war so unverzagt, fast so unverzagt als ich selber.« »Ich wäre auf der Stelle gestorben, wenn ich's gewesen wäre«, bemerkte das Hausmädchen. »Sie sind ein Frauenzimmer«, fiel Brittles ein, der ziemlich herzhaft zu werden anfing. »Brittles hat recht«, sagte Giles mit beifälligem Kopfnicken, »von einem Frauenzimmer war nichts anders zu erwarten. Wir aber als Männer nahmen eine Blendlaterne aus Brittles Kammer und fühlten uns in der Pechrabenfinsternis hinunter.« Er war aufgestanden, hatte die Augen geschlossen, tappte ein paar Schritte vorwärts und durchsägte, um seine Schilderung mit angemessener Aktion zu begleiten, mit den Armen die Luft, bis er mit der Köchin in eine unangenehme Berührung kam und die Köchin und das Hausmädchen zu schreien anfingen, worauf er nach seinem Stuhle zurückeilte. »Was hat das zu bedeuten?« unterbrach er sich plötzlich. »Es wird geklopft. Öffne jemand die Haustür.« Niemand regte sich. »Das ist doch seltsam, dass zu einer so frühen Morgenstunde geklopft wird«, fuhr Giles umherschauend und bleichen Antlitzes nur bleiche Gesichter gewahrend fort. »Allein die Tür muss geöffnet werden. He, holla! Hört denn niemand?« Mr. Giles richtete bei diesen Worten die Blicke auf Brittles. Allein der von Natur blöde, bescheidene Jüngling hielt sich mutmaßlich in der Tat für niemand und meinte sicher, dass die Frage unmöglich an ihn gerichtet sein könne. Jedenfalls gab er keine Antwort. Mr. Giles sendete dem Kesselflicker auffordernde Blicke zu. Allein der Kesselflicker war urplötzlich eingeschlafen. Die Frauenzimmer kamen nicht in Betracht. »Wenn Brittles die Tür etwa lieber in Gegenwart von Zeugen öffnen will«, sagte Mr. Giles nach einem kurzen Stillschweigen, »so bin ich bereit, einen solchen abzugeben.«
»Ich auch«, sagte der Kesselflicker so plötzlich wieder aufwachend, als er eingeschlafen war. Brittles kapitulierte auf diese Bedingungen, und als man die Fensterläden öffnete, die Entdeckung machte, dass es heller Tag war und dadurch gar sehr an Mut gewann, so zog die kleine tapfere Schar aus, die Hunde voran und die Frauenzimmer in der Nachhut. Gemäß dem Rate Mr. Giles sprachen alle sehr laut, um dem Feinde sogleich kundzutun, wie zahlreich sie waren, und gemäß einer unübertrefflichen, von demselben Gentleman ausgesonnenen Kriegslist wurden auf der Hausflur die Hunde in die Schwänze gekniffen, damit sie ein wütendes Bellen erheben möchten, was sie auch taten. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, fasste Mr. Giles den Kesselflicker fest am Arme, damit er nicht fortliefe, wie Mr. Giles scherzend sagte, und gab das Kommandowort, die Tür zu öffnen. Brittles gehorchte, einer blickte dem anderen bebend über die Schultern, und die Schar gewahrte nichts Fürchterlicheres als den armen kleinen Oliver Twist, der bleich und erschöpft die Augen aufschlug und stumm um Mitleid flehte. »Ein Knabe«, rief Mr. Giles den Kesselflicker mutig zurück und sich selber vordrängend außen. »Was ist das? Wie? Brittles, erkennen Sie ihn?« Brittles, der beim Öffnen der Tür hinter dieselbe getreten war, stieß einen Schrei der Wiedererkennung aus, sobald er Oliver erblickte. Giles fasste den Knaben bei einem Beine und einem Arme, zum Glück nicht bei dem Verwundeten, zog ihn hinein und legte ihn der Länge nach auf die Steinplatten nieder. »Hier, hier«, schrie Mr. Giles in größter Erregung die Treppe hinauf, »hier ist einer von den Dieben, Madam. Wir haben einen Dieb, Miss. »Einen Verwundeten, Miss. Ich traf ihn, Miss, und Brittles hielt das Licht.« »In einer Laterne, Miss«, schrie Brittles, eine Hand an den Mund haltend, damit sein Ruf desto sicherer hinaufdränge. Die Köchin und das Hausmädchen liefen hinauf, um der Herrschaft zu verkündigen, dass Mr. Giles einen Räuber gefangen habe, und der Kesselflicker bemühte sich, Oliver zum Bewusstsein zurückzubringen, damit er nicht stürbe, bevor er gehangen würde. Nach einiger Zeit ertönte von oben durch den Lärmen eine sanfte und wohlklingende, einer jungen Dame angehörende Stimme. »Giles! Giles!« »Hier, Miss, hier bin ich. Erschrecken Sie nicht, Miss. Ich habe keinen bedeutenden Schaden genommen. Er leistete keinen sehr verzweifelten Widerstand, Miss. Ich war ihm gar bald zu viel.« »Still doch, Sie erschrecken ja meine Tante fast ebenso sehr als die Diebe selbst. Ist der arme Mensch stark beschädigt?« »Er hat eine furchtbare Wunde, Miss«, rief Giles mit unbeschreiblichem Wohlbehagen hinauf. »Er sieht aus, als wenn er den Geist aufgeben will, Miss«, schrie Brittles, wie zuvor eine Hand an den Mund haltend. »Wollen Sie nicht herunterkommen, Miss, und ihn sehen, falls er...« »So schreien Sie doch nicht so entsetzlich! Seien Sie einen Augenblick still, ich will mit meiner Tante sprechen.« Die Sprecherin eilte mit leisen Fußtritten fort, kehrte bald wieder zurück und erteilte den Befehl, den Verwundeten vorsichtig hinauf in Mr. Giles' Zimmer zu tragen. Brittles sollte sogleich den Pony satteln, nach Jersey reiten und eiligst einen Constable und den Doktor holen. »Wollen Sie ihn aber nicht erst einmal ansehen, Miss?« rief Giles mit so viel Stolz, als wenn Oliver ein seltener und prachtvoller Vogel wäre, den er heruntergeschossen. »Nicht um die Welt«, erwiderte die junge Dame, »der arme Mensch. Giles, behandeln Sie ihn ja recht gut, und wenn es auch nur um meinetwillen wäre.« Der alte Diener des Hauses blickte, als sie sich entfernte, zu ihr hinauf, so stolz und wohlgefällig, als ob sie sein eigenes Kind gewesen wäre, und half sodann Oliver mit der freundlichen Fürsorglichkeit und Beeiferung eines Frauenzimmers hinauftragen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 8. August 2024.
Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, was Oliver nach dem misslungenen Einbruche begegnete. »Dass euch die Wölfe zerrissen«, murmelte Sykes, Zähne knirschen, »wollte, dass ich einem von euch nahe genug wäre. Er sollte mir erst Ursache zum Heulen bekommen.« Indem Sykes mit dem wütendsten Ingrimme, dessen er fähig war, diese Worte vor sich hinsprach, legte er den verwundeten Knaben über sein niedergebeugtes Knie und sah sich nach seinen Verfolgern um. Er vermochte in dem Nebel und der Finsternis nichts zu unterscheiden, allein desto heller und lauter tönte das Rufen und Schreien der Nachsetzenden, das Gebell der Hunde ringsumher und der Schall der Lärmglocke durch die Nacht. »Steht, feiger Schuft«, schrie Sykes Toby Crackett nach, der den eilfertigsten Gebrauch von seinen langen Beinen zu machen angefangen hatte und schon eine Strecke voraus war. »Steht im Augenblick!« Toby gehorchte, da er noch nicht vollkommen gewiss war, außer Schussweite zu sein, und klärlich erkannte, dass Sykes nicht in der Stimmung wäre, mit sich scherzen zu lassen. »Helft mir den Knaben vortragen«, tobte der Wütende. »Kommt zurück, hierher!« Toby kehrte langsam einige Schritte zurück, wagte indessen leise und atemlos einige bescheidene Gegenvorstellungen. »Geschwinder«, schrie Sykes, legte den Knaben in einen trockenen Graben und zog eine Pistole hervor. »Habt mich ja nicht zum Narren!« Gerade in diesem Augenblick verdoppelte sich der Lärmen und Sykes konnte erkennen, dass die Verfolgenden bereits über das Tor zu dem Felde kletterten, in welchem er sich mit Toby und Oliver befand, und dass ihnen ein paar Hunde mehrere Schritte voraus waren. »Es ist nichts mehr zu tun«, sagte Toby. »Lasst den Schreiling und nehmt die Bein untern Arm.« Anmerkung des Übersetzers, Schreiling bedeutet Knabe. Er mochte sich lieber der Möglichkeit aussetzen, von dem Freunde niedergeschossen zu werden, als unfehlbar dem Feinde in die Hände zu fallen, und rannte daher, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, davon. Sykes biss die Zähne zusammen, warf einen Tuchkragen über den Knaben, lief an der nächsten Hecke hin, um die Verfolger zu täuschen, stand vor einer zweiten still, die mit jener in einem rechten Winkel zusammenstieß, schleuderte sein Pistol hoch in die Luft, wagte einen verzweifelten Sprung und rannte in einer anderen Richtung als Toby fort. Seine Eile war unnötig, denn während er über Stock und Block davoneilte, rief schon einer der drei Nachsetzenden die Hunde zurück, die gleich ihren Herren kein großes Behagen an der Verfolgung zu finden schienen und daher augenblicklich gehorchten. Das Kleeblatt war nur wenige Schritte weit in dem Felde vorgedrungen und stand still, um zu beraten. »Mein Rat, oder wenigstens mein Befehl, ist der«, sagte der dickste der drei Männer, »dass wir auf der Stelle umkehren und wieder nach Hause gehen.« »Mir ist alles recht, was Mr. Giles recht ist«, fiel ein kleinerer Mann ein, der indes auch keineswegs schmächtig genannt werden konnte und sehr blass und sehr höflich war, wie es die Leute häufig sind, wenn die Furcht sie regiert. »Meine Herren«, nahm der Dritte das Wort, der die Hunde zurückgerufen hatte, »ich möchte nicht gerne ungezogen erscheinen. Mr. Giles muss es am besten wissen.« »Ja, ja«, fiel der Kleinere ein, »was Mr. Giles sagt, dem dürfen wir nicht widersprechen. Nimmermehr, ich kenne meine Stellung Gott sei Dank zu gut, um mir es herauszunehmen.« Der kleine Mann schien seine Stellung in der Tat nicht bloß genau zu kennen, sondern auch sehr unangenehm zu empfinden, denn er stand zähneklappernd neben den beiden anderen. »Sie fürchten sich, Brittles«, sagte Mr. Giles. »Nicht im Mindesten«, sagte Brittles. »Sie fürchten sich allerdings.« »Sie irren, Mr. Giles.« »Sie lügen, Brittles.«
Dieses Zwiegespräch war eine Folge davon, dass Mr. Giles Verdruss empfand, und sein Verdruss war aus seinem Unwillen darüber entsprungen, dass die Verantwortlichkeit wegen der Rückkehr nach Hause in der Form eines Kompliments auf ihn zurückgewälzt worden war. Der dritte Mann beendete den Streit sehr philosophisch. »Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es ist,« fiel er ein, »wir fürchten uns alle.« »Sie reden nach Ihrer eigenen Erfahrung,« versetzte Mr. Giles, der blässeste von den dreien war. »Allerdings,« sagte der Angeredete, »es ist unter solchen Umständen ganz natürlich und schicklich, dass man sich fürchtet.« »Nun, ich fürchte mich auch,« sagte Brittles, »aber wo ist die Notwendigkeit vorhanden, es einem so geradezu in das Gesicht zu sagen?« Diese offenen Geständnisse besänftigten Mr. Giles, der sogleich bekannte, auch seinerseits einige Furcht zu empfinden, worauf alle drei in der vollkommensten Einmütigkeit zurückzueilen anfingen. Nicht lange nachher trug jedoch Mr. Giles, der den kürzesten Atem hatte und eine große Heugabel trug, auf ein kurzes Verweilen an, um sich wegen seiner Ausfälle zu entschuldigen. »Man glaubt es aber gar nicht,« schloss er, »wozu man fähig ist, wenn einem das Blut warm geworden. Wahrhaftig, ich würde einen Mord begangen haben. Ich weiß es, hätten wir einen der Bösewichter gefangen.« Die anderen beiden hatten ähnliche Überzeugungen und konnten nicht begreifen, wie es zugegangen, dass in ihrer Stimmung eine so plötzliche Änderung eingetreten war. »Ich weiß es,« sagte Giles, »es kam von dem Tore, ja, das Tor zu dem Felde, in welchem wir die Halunken fast ertappt hätten, unterbrach alle Mordgedanken und hemmte die innere Wut. Ich fühlte sie bei mir im Hinübersteigen vergehen.« Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen hatten die beiden anderen dasselbe Gefühl genau in demselben Augenblicke empfunden, so dass gar nicht daran gezweifelt werden konnte. Mr. Giles hatte recht gehabt, als er sagte, es kam von dem Tore. Giles und Brittles waren Diener des Hauses, das von Sykes und Toby Crackett hatte beraubt werden sollen. Der dritte Mann war ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude geschlafen und sich nebst seinen beiden Hunden entschließen müssen, an dem gefahrvollen Abenteuer der Diebesverfolgung teilzunehmen. Mr. Giles diente der alten Dame, welche das Haus bewohnte, in der doppelten Eigenschaft als Keller und Haushofmeister, und Brittles war Bedienter, Gärtner, Ausläufer und so weiter. Die alte Dame hatte ihn in ihren Dienst genommen, als er noch ein kleiner, vielversprechender Knabe gewesen war, und er wurde noch immer als ein solcher behandelt, obgleich er in den 30ern stand. Die drei kühnen Männer setzten unter ermutigenden und die zeitkürzenden angenehmen Gesprächen in geschlossener Phalanx ihren Rückzug fort und bewiesen, obwohl ihnen noch mancher ungewöhnlich starker Windstoß Schrecken einjagte, die Geistesgegenwart, ihre Laterne abzuholen, die sie hinter einem Baume hatten stehen lassen, damit sie den Dieben nicht anzeigte, wohin sie schießen müssten, falls sie etwa Feuer zu geben geneigt wären. Sie waren längst zu Hause angelangt, die Luft wurde gegen Morgen immer kälter, die Erde immer feuchter und Oliver lag noch immer bewusstlos in dem Graben, wo ihn Sykes niedergelegt hatte. Im Osten zeigte sich das erste matte Morgengrau, eher dem Tode der Nacht als der Geburt des Tages zu vergleichen. Die Sonne ging gehüllt in Nebelwolken auf und es fing an zu regnen, aber Oliver empfand kein Ungemach davon. Er lag fortwährend hilflos und ohnmächtig auf seinem harten, feuchten Bett von Erde. Endlich weckte ihn ein empfindlicher Schmerz. Er schrie laut auf und erwachte. Sein linker, in der Eile mit einem Tuche verbundener Arm, hing schwer und gelähmt an seiner Seite, und das Tuch war mit Blut getränkt. Er war so schwach, dass er sich kaum in eine sitzende Stellung emporzurichten vermochte. Er blickte matt nach Hilfe umher und ächzte vor Schmerz.
Bebend an allen Gliedern vor Kälte und Erschöpfung suchte er sich aufzurichten, fiel aber ohnmächtig der Länge nach wieder nieder. Eine ihn überlaufende Ohnmachtsempfindung, die ihm den Gedanken zuzutragen schien, dass er unfehlbar würde sterben müssen, wenn er noch länger daläge, brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er stand mühsam auf, ihm schwindelte jedoch und er wankte gleich einem Betrunkenen von einer Seite zur anderen. Er erhielt sich nichtsdestoweniger aufrecht und taumelte mit niedergesenktem Kopfe vorwärts, ohne zu wissen, wohin. In seinem Innern drängten sich ängstigende, verwirrte Gedanken und Bilder. Es war ihm, als wenn er noch zwischen Sykes und Crackett ginge, die ergrimmt miteinander zankten. Ihre Worte tönten noch in seinen Ohren und als ihn ein Fehltritt zum Bewusstsein zurückrief, machte er die Entdeckung, dass er zu den beiden schrecklichen Männern redete, als wenn er sich noch in ihrer Gewalt befände. Dann kam es ihm wieder vor, als wenn er mit Sykes allein wäre, der ihm seine Rolle bei dem beabsichtigten Einbruche einzuprägen suchte. Unbestimmte, düstere Gestalten schwebten an ihm hin und nieder. Er schreckte zusammen bei dem vermeintlichen Knalle eines Feuergewehrs. Er hörte lautes Rufen und Schreien, vor seinen Augen flimmerten und verschwanden Lichter. Es summte ihm vor den Ohren. Alles war Verwirrung und Lärmen. Er fühlte sich durch eine unsichtbare Hand fortgetragen. Und während er so halb wachend träumte, peinigte und ängstigte ihn fortwährend ein undeutliches Schmerzgefühl, ein Halbbewusstsein seiner unsäglich jammervollen Lage. So wankte er weiter und weiter, fast mechanisch durch Gitter oder Lücken in den Hecken kriechend, bis er einen Weg erreicht hatte, und jetzt fing es an, so stark zu regnen, dass er wirklich erwachte. Er blickte umher und sah in geringer Entfernung ein Haus, bis zu welchem er sich fortschleppen zu können meinte. Die Bewohner desselben hatten vielleicht Mitleid mit ihm, und wo nicht, so war es doch besser, wie er dachte, in der Nähe menschlicher Wesen zu sterben, als allein auf den öden Feldern. Er sammelte seine letzten Kräfte und eilte so rasch er konnte dem Hause zu. Als er näher kam, war es ihm, als wenn er es schon gesehen hätte, wenn er sich auch seiner einzelnen Teile nicht erinnern konnte. Doch ach, die Gartenmauer! Und dort an jener Stelle hatte er sich in der vergangenen Nacht auf die Knie niedergeworfen und die beiden Männer um Erbarmen angefleht. Es war dasselbe Haus, das sie zu berauben versucht hatten. Auf ein paar Augenblicke überkam ihn ein Gefühl so entsetzlichen Schreckens, dass er den Schmerz seiner Wunde vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er war kaum imstande, sich auf den Füßen zu erhalten, und hätte er die Kräfte dazu gehabt, wohin hätte er fliehen sollen? Die Gartentür stand offen, er wankte über den Grasplatz, stieg mit Mühe die Stufen des Portals vor der Haustür hinan und klopfte leise. Die Kräfte schwanden ihm und er sank ohnmächtig nieder. Gerade zu derselben Stunde stärkten sich Mr. Giles Brittles und der Kesselflicker nach den Strapazen und Schrecken der Nacht in der Küche durch ein Schälchen Tee und was es sonst Gutes gab. Nicht, dass es Mr. Giles' Gewohnheit gewesen wäre, zu große Vertraulichkeit mit der geringeren Dienerschaft zu pflegen, gegen welche er sich vielmehr der Regel nach nur mit einer leutseligen Herablassung benahm, die stets an seine höhere Stellung in der Gesellschaft erinnerte. Allein Todesfälle, Feuersbrünste und Einbrüche machen alle Menschen gleich, und Mr. Giles saß mit ausgestreckten Füßen am Herde, hatte den linken Arm auf den Tisch gestützt, illustrierte mit dem rechten einen genauen und blühenden Bericht über den nächtlichen Raubanfall, und sein Publikum, zumal die Köchin und das Hausmädchen, hörte ihm mit atemloser Spannung zu. »Es mochte 2:30 sein,« sagte Mr. Giles,
Indes kann ich nicht darauf schwören, ob's nicht drei Viertel war, als ich aufwachte, mich im Bette herumdrehte, ungefähr so. Er drehte sich bei diesen Worten auf seinem Stuhle herum und zog den Zipfel des Tischtuchs über die Schultern, um bildlich desto lebhafter die Vorstellung einer Bettdecke hervorzurufen und ein Geräusch zu hören glaubte. Hier erblasste die Köchin und forderte das Hausmädchen auf, die Küchentür zu verschließen. Das Hausmädchen hieß es Brittles, der es dem Kesselflicker hieß, der sich stellte, als ob er nichts hörte. »Ein Geräusch zu hören«, glaubte, wiederholte Mr. Giles. »Ich dachte zuerst bei mir selbst, es ist eine Täuschung, und legte mich schon wieder zum Einschlafen zurecht, als ich das Geräusch abermals und vollkommen deutlich vernahm.« »Was war es denn für eine Art von Geräusch?«, fragte die Köchin. »Ein sprengendes«, erwiderte Mr. Giles. »Ich denke, es war mehr, wie wenn eine eiserne Stange auf einer Muskatnussreibe gerieben wird«, fiel Brittles ein. »So war es, als Sie es hörten«, sagte Giles, »zu der Zeit aber, als ich es vernahm, hatte es einen sprengenden Ton. Ich warf die Bettdecke zurück«, er wiederholte die Bewegung mit dem Tischtuche, »richtete mich zum Sitzen empor und horchte.« Die Köchin und das Hausmädchen riefen zugleich aus, »dass sich Gott erbarm«, und rückten näher zusammen. »Ich hörte es jetzt so deutlich, als wenn es dicht vor meinem Bette wäre«, fuhr Giles fort und dachte, »da wird eine Tür oder ein Fenster aufgebrochen. Was ist zu tun?« »Ich will den guten jungen Brittles wecken und ihn retten, dass er nicht in seinem Bette ermordet wird. Tu ich's nicht, so kann ihm die Kehle vom rechten bis zum linken Ohre abgeschnitten werden, ohne dass er selbst nur einmal etwas davon erfährt.« Hier richteten sich aller Blicke auf Brittles, der die seinigen auf den Redner heftete und ihn mit weit geöffnetem Munde anstarrte, während seine Mienen den unbegrenzten Schrecken ausdrückten. »Ich stieß die Bettdecke von mir«, sprach Giles, das Tischtuch von sich schleudernd und die Köchin und das Hausmädchen scharf fixierend. »Stieg leise aus dem Bette, zog es sein Damen anwesend, Mr. Giles«, murmelte der Kesselflicker. »Meine Pantoffeln an, Sir«, fuhr Giles sich zu ihm wendend und den stärksten Nachdruck auf seine Pantoffel legend fort, »nahm das geladene Pistol zur Hand, das immer mit dem selber zur Korbe hinaufgebracht wird, ging auf den Zehen in Brittles Kammer und sagte, sobald ich ihn aus dem Schlafe gerüttelt hatte, »Brittles, erschrecken Sie nicht!« »Ja, das sagten Sie, Mr. Giles«, fiel Brittles mit bebender Stimme ein. »Brittles, ich glaube, wir sind verloren«, sagt ich, fuhr Giles fort, »aber seien Sie nur ohne Furcht.« »Zeigte er denn auch keine Furcht?«, fragte die Köchin. »Nein«, antwortete Giles, »er war so unverzagt, fast so unverzagt als ich selber.« »Ich wäre auf der Stelle gestorben, wenn ich's gewesen wäre«, bemerkte das Hausmädchen. »Sie sind ein Frauenzimmer«, fiel Brittles ein, der ziemlich herzhaft zu werden anfing. »Brittles hat recht«, sagte Giles mit beifälligem Kopfnicken, »von einem Frauenzimmer war nichts anders zu erwarten. Wir aber als Männer nahmen eine Blendlaterne aus Brittles Kammer und fühlten uns in der Pechrabenfinsternis hinunter.« Er war aufgestanden, hatte die Augen geschlossen, tappte ein paar Schritte vorwärts und durchsägte, um seine Schilderung mit angemessener Aktion zu begleiten, mit den Armen die Luft, bis er mit der Köchin in eine unangenehme Berührung kam und die Köchin und das Hausmädchen zu schreien anfingen, worauf er nach seinem Stuhle zurückeilte. »Was hat das zu bedeuten?« unterbrach er sich plötzlich. »Es wird geklopft. Öffne jemand die Haustür.« Niemand regte sich.
»Das ist doch seltsam, dass zu einer so frühen Morgenstunde geklopft wird«, fuhr Giles umherschauend und bleichen Antlitzes nur bleiche Gesichter gewahrend fort. »Allein die Tür muss geöffnet werden. Hey, holla, hört denn niemand?« Mr. Giles richtete bei diesen Worten die Blicke auf Brittles. Allein der von Natur blöde, bescheidene Jüngling hielt sich mutmaßlich in der Tat für niemand und meinte sicher, dass die Frage unmöglich an ihn gerichtet sein könne. Jedenfalls gab er keine Antwort. Mr. Giles sendete dem Kesselflicker auffordernde Blicke zu. Allein der Kesselflicker war urplötzlich eingeschlafen. Die Frauenzimmer kamen nicht in Betracht. »Wenn Brittles die Tür etwa lieber in Gegenwart von Zeugen öffnen will«, sagte Mr. Giles nach einem kurzen Stillschweigen, »so bin ich bereit, einen solchen abzugeben.« »Ich auch«, sagte der Kesselflicker so plötzlich wieder aufwachend, als er eingeschlafen war. Brittles kapitulierte auf diese Bedingungen, und als man die Fensterläden öffnete, die Entdeckung machte, dass es heller Tag war und dadurch gar sehr an Mut gewann, so zog die kleine tapfere Schar aus, die Hunde voran und die Frauenzimmer in der Nachhut. Gemäß dem Rate Mr. Giles sprachen alle sehr laut, um dem Feinde sogleich kundzutun, wie zahlreich sie waren, und gemäß einer unübertrefflichen, von demselben Gentleman ausgesonnenen Kriegslist wurden auf der Hausflur die Hunde in die Schwänze gekniffen, damit sie ein wütendes Bellen erheben möchten, was sie auch taten. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, fasste Mr. Giles den Kesselflicker fest am Arme, damit er nicht fortliefe, wie Mr. Giles scherzend sagte, und gab das Kommandowort, die Tür zu öffnen. Brittles gehorchte, einer blickte dem anderen bebend über die Schultern, und die Schar gewahrte nichts Fürchterlicheres als den armen kleinen Oliver Twist, der bleich und erschöpft die Augen aufschlug und stumm um Mitleid flehte. »Ein Knabe«, rief Mr. Giles den Kesselflicker mutig zurück und sich selber vordrängend außen. »Was ist das? Wie? Brittles, erkennen Sie ihn?« Brittles, der beim Öffnen der Tür hinter dieselbe getreten war, stieß einen Schrei der Wiedererkennung aus, sobald er Oliver erblickte. Giles fasste den Knaben bei einem Beine und einem Arme, zum Glück nicht bei dem Verwundeten, zog ihn hinein und legte ihn der Länge nach auf die Steinplatten nieder. »Hier, hier«, schrie Mr. Giles in größter Erregung die Treppe hinauf, »hier ist einer von den Dieben, Madam. Wir haben einen Dieb, Miss. »Einen Verwundeten, Miss. Ich traf ihn, Miss, und Brittles hielt das Licht.« »In einer Laterne, Miss«, schrie Brittles, eine Hand an den Mund haltend, damit sein Ruf desto sicherer hinaufdränge. Die Köchin und das Hausmädchen liefen hinauf, um der Herrschaft zu verkündigen, dass Mr. Giles einen Räuber gefangen habe, und der Kesselflicker bemühte sich, Oliver zum Bewusstsein zurückzubringen, damit er nicht stürbe, bevor er gehangen würde. Nach einiger Zeit ertönte von oben durch den Lärmen eine sanfte und wohlklingende, einer jungen Dame angehörende Stimme. »Giles! Giles!« »Hier, Miss, hier bin ich. Erschrecken Sie nicht, Miss. Ich habe keinen bedeutenden Schaden genommen. Er leistete keinen sehr verzweifelten Widerstand, Miss. Ich war ihm gar bald zu viel.« »Still doch, Sie erschrecken ja meine Tante fast ebenso sehr als die Diebe selbst. Ist der arme Mensch stark beschädigt?« »Er hat eine furchtbare Wunde, Miss«, rief Giles mit unbeschreiblichem Wohlbehagen hinauf. »Er sieht aus, als wenn er den Geist aufgeben will, Miss«, schrie Brittles, wie zuvor eine Hand an den Mund haltend. »Wollen Sie nicht herunterkommen, Miss, und ihn sehen, falls er...« »So schreien Sie doch nicht so entsetzlich. Seien Sie einen Augenblick still. Ich will mit meiner Tante sprechen.« Die Sprecherin eilte mit leisen Fußtritten fort, kehrte bald wieder zurück und erteilte den Befehl, den Verwundeten vorsichtig hinauf in Mr. Giles' Zimmer zu tragen.
Brittles sollte sogleich den Pony satteln, nach Chertsey reiten und eiligst einen Constable und den Doktor holen. »Wollen Sie ihn aber nicht erst einmal ansehen, Miss?« rief Giles mit so viel Stolz, als wenn Oliver ein seltener und prachtvoller Vogel wäre, den er heruntergeschossen. »Nicht um die Welt«, erwiderte die junge Dame, »der arme Mensch. Giles, behandeln Sie ihn ja recht gut, und wenn es auch nur um meinetwillen wäre.« Der alte Diener des Hauses blickte, als sie sich entfernte, zu ihr hinauf, so stolz und wohlgefällig, als ob sie sein eigenes Kind gewesen wäre, und half sodann Oliver mit der freundlichen Fürsorglichkeit und Beeiferung eines Frauenzimmers hinauftragen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 8. August 2024. Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, was Oliver nach dem misslungenen Einbruche begegnete. »Dass euch die Wölfe zerrissen«, murmelte Sykes zähneknirschend, »wollte, dass ich einem von euch nahe genug wäre. Er sollte mir erst Ursache zum Heulen bekommen.« Indem Sykes mit dem wütendsten Ingrimme, dessen er fähig war, diese Worte vor sich hinsprach, legte er den verwundeten Knaben über sein niedergebeugtes Knie und sah sich nach seinen Verfolgern um. Er vermochte in dem Nebel und der Finsternis nichts zu unterscheiden, allein desto heller und lauter tönte das Rufen und Schreien der Nachsetzenden, das Gebell der Hunde ringsumher und der Schall der Lärmglocke durch die Nacht. »Steht, feiger Schuft«, schrie Sykes Toby Crackett nach, der den eilfertigsten Gebrauch von seinen langen Beinen zu machen angefangen hatte und schon eine Strecke voraus war. »Steht im Augenblick!« Toby gehorchte, da er noch nicht vollkommen gewiss war, außer Schussweite zu sein, und klärlich erkannte, dass Sykes nicht in der Stimmung wäre, mit sich scherzen zu lassen. »Helft mir den Knaben vortragen«, tobte der Wütende. »Komm zurück, hierher!« Toby kehrte langsam einige Schritte zurück, wagte indessen leise und atemlos einige bescheidene Gegenvorstellungen. »Geschwinder!« schrie Sykes, legte den Knaben in einen trockenen Graben und zog eine Pistole hervor. »Habt mich ja nicht zum Narren!« Gerade in diesem Augenblick verdoppelte sich der Lärmen und Sykes konnte erkennen, dass die Verfolgenden bereits über das Tor zu dem Felde kletterten, in welchem er sich mit Toby und Oliver befand, und dass ihnen ein paar Hunde mehrere Schritte voraus waren. »Es ist nichts mehr zu tun«, sagte Toby. »Lasst den Schreiling und nehmt die Bein untern Arm.« Anmerkung des Übersetzers, Schreiling bedeutet Knabe. Er mochte sich lieber der Möglichkeit aussetzen, von dem Freunde niedergeschossen zu werden, als unfehlbar dem Feinde in die Hände zu fallen, und rannte daher, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, davon. Sykes biss die Zähne zusammen, warf einen Tuchkragen über den Knaben, lief an der nächsten Hecke hin, um die Verfolger zu täuschen, stand vor einer zweiten still, die mit jener in einem rechten Winkel zusammenstieß, schleuderte sein Pistol hoch in die Luft, wagte einen verzweifelten Sprung und rannte in einer anderen Richtung als Toby fort. Seine Eile war unnötig, denn während er über Stock und Block davoneilte, rief schon einer der drei Nachsetzenden die Hunde zurück, die gleich ihren Herren kein großes Behagen an der Verfolgung zu finden schienen und daher augenblicklich gehorchten. Das Kleeblatt war nur wenige Schritte weit in dem Felde vorgedrungen und stand still, um zu beraten. »Mein Rat, oder wenigstens mein Befehl, ist der«, sagte der dickste der drei Männer, »dass wir auf der Stelle umkehren und wieder nach Hause gehen.«
»Mir ist alles recht, was Mr. Giles recht ist«, fiel ein kleinerer Mann ein, der indes auch keineswegs schmächtig genannt werden konnte und sehr blass und sehr höflich war, wie es die Leute häufig sind, wenn die Furcht sie regiert. »Meine Herren«, nahm der Dritte das Wort, der die Hunde zurückgerufen hatte, »ich möchte nicht gerne ungezogen erscheinen. Mr. Giles muss es am besten wissen.« »Ja, ja«, fiel der Kleinere ein, »was Mr. Giles sagt, dem dürfen wir nicht widersprechen. Nimmermehr, ich kenne meine Stellung Gott sei Dank zu gut, um mir es herauszunehmen.« Der kleine Mann schien seine Stellung in der Tat nicht bloß genau zu kennen, sondern auch sehr unangenehm zu empfinden, denn er stand zähneklappernd neben den beiden andern. »Sie fürchten sich, Brittles«, sagte Mr. Giles. »Nicht im Mindesten«, sagte Brittles. »Sie fürchten sich allerdings.« »Sie ehren, Mr. Giles.« »Sie lügen, Brittles.« Dieses Zwiegespräch war eine Folge davon, dass Mr. Giles Verdruss empfand, und sein Verdruss war aus seinem Unwillen darüber entsprungen, dass die Verantwortlichkeit wegen der Rückkehr nach Hause in der Form eines Kompliments auf ihn zurückgewälzt worden war. Der dritte Mann beendete den Streit sehr philosophisch. »Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie es ist«, fiel er ein, »wir fürchten uns alle.« »Sie reden nach Ihrer eigenen Erfahrung«, versetzte Mr. Giles, der blässeste von den dreien war. »Allerdings«, sagte der Angeredete, »es ist unter solchen Umständen ganz natürlich und schicklich, dass man sich fürchtet.« »Nun, ich fürchte mich auch«, sagte Brittles, »aber wo ist die Notwendigkeit vorhanden, es einem so geradezu in das Gesicht zu sagen?« Diese offenen Geständnisse besänftigten Mr. Giles, der sogleich bekannte, auch seinerseits einige Furcht zu empfinden, worauf alle drei in der vollkommensten Einmütigkeit zurückzueilen anfingen. Nicht lange nachher trug jedoch Mr. Giles, der den kürzesten Atem hatte und eine große Heugabel trug, auf ein kurzes Verweilen an, um sich wegen seiner Ausfälle zu entschuldigen. »Man glaubt es aber gar nicht«, schloss er, »wozu man fähig ist, wenn einem das Blut warm geworden. Wahrhaftig, ich würde einen Mord begangen haben. Ich weiß es, hätten wir einen der Bösewichter gefangen.« Die anderen beiden hatten ähnliche Überzeugungen und konnten nicht begreifen, wie es zugegangen, dass in ihrer Stimmung eine so plötzliche Änderung eingetreten war. »Ich weiß es«, sagte Giles, »es kam von dem Tore, ja, das Tor zu dem Felde, in welchem wir die Halunken fast ertappt hätten, unterbrach alle Mordgedanken und hemmte die innere Wut. Ich fühlte sie bei mir im Hinübersteigen vergehen.« Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen hatten die beiden anderen dasselbe Gefühl genau in demselben Augenblicke empfunden, so dass gar nicht daran gezweifelt werden konnte. Mr. Giles hatte recht gehabt, als er sagte, »Es kam von dem Tore.« Giles und Brittles waren Diener des Hauses, das von Sykes und Toby Crackett hatte beraubt werden sollen. Der dritte Mann war ein wandernder Kesselflicker, der in einem Nebengebäude geschlafen und sich nebst seinen beiden Hunden entschließen müssen, an dem gefahrvollen Abenteuer der Diebesverfolgung teilzunehmen. Mr. Giles diente der alten Dame, welche das Haus bewohnte, in der doppelten Eigenschaft als Keller und Haushofmeister, und Brittles war Bedienter, Gärtner, Ausläufer und so weiter. Die alte Dame hatte ihn in ihren Dienst genommen, als er noch ein kleiner, vielversprechender Knabe gewesen war, und er wurde noch immer als ein solcher behandelt, obgleich er in den 30ern stand.
Die drei kühnen Männer setzten unter ermutigenden und die Zeit kürzenden angenehmen Gesprächen in geschlossener Phalanx ihren Rückzug fort und bewiesen, obwohl ihnen noch mancher ungewöhnlich starker Windstoß Schrecken einjagte, die Geistesgegenwart, ihre Laterne abzuholen, die sie hinter einem Baume hatten stehen lassen, damit sie den Dieben nicht anzeigte, wohin sie schießen müssten, falls sie etwa Feuer zu geben geneigt wären. Sie waren längst zu Hause angelangt, die Luft wurde gegen Morgen immer kälter, die Erde immer feuchter und Oliver lag noch immer bewusstlos in dem Graben, wo ihn Sykes niedergelegt hatte. Im Osten zeigte sich das erste matte Morgengrau, eher dem Tode der Nacht als der Geburt des Tages zu vergleichen. Die Sonne ging gehüllt in Nebelwolken auf und es fing an zu regnen, aber Oliver empfand kein Ungemach davon. Er lag fortwährend hilflos und ohnmächtig auf seinem harten, feuchten Bett von Erde. Endlich weckte ihn ein empfindlicher Schmerz. Er schrie laut auf und erwachte. Sein linker, in der Eile mit einem Tuche verbundener Arm, hing schwer und gelähmt an seiner Seite, und das Tuch war mit Blut getränkt. Er war so schwach, dass er sich kaum in eine sitzende Stellung emporzurichten vermochte. Er blickte matt nach Hilfe umher und ächzte vor Schmerz. Bebend an allen Gliedern vor Kälte und Erschöpfung suchte er sich aufzurichten, fiel aber ohnmächtig der Länge nach wieder nieder. Eine ihn überlaufende Ohnmachtsempfindung, die ihm den Gedanken zuzutragen schien, dass er unfehlbar würde sterben müssen, wenn er noch länger daläge, brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er stand mühsam auf, ihm schwindelte jedoch und er wankte gleich einem Betrunkenen von einer Seite zur anderen. Er erhielt sich nichtsdestoweniger aufrecht und taumelte mit niedergesenktem Kopfe vorwärts, ohne zu wissen, wohin. In seinem Innern drängten sich ängstigende, verwirrte Gedanken und Bilder. Es war ihm, als wenn er noch zwischen Sykes und Crackett ginge, die ergrimmt miteinander zankten. Ihre Worte tönten noch in seinen Ohren und als ihn ein Fehltritt zum Bewusstsein zurückrief, machte er die Entdeckung, dass er zu den beiden schrecklichen Männern redete, als wenn er sich noch in ihrer Gewalt befände. Dann kam es ihm wieder vor, als wenn er mit Sykes allein wäre, der ihm seine Rolle bei dem beabsichtigten Einbruche einzuprägen suchte. Unbestimmte, düstere Gestalten schwebten an ihm hin und nieder. Er schreckte zusammen bei dem vermeintlichen Knalle eines Feuergewehrs. Er hörte lautes Rufen und Schreien, vor seinen Augen flimmerten und verschwanden Lichter. Es summte ihm vor den Ohren. Alles war Verwirrung und Lärmen. Er fühlte sich durch eine unsichtbare Hand fortgetragen. Und während er so halb wachend träumte, peinigte und ängstigte ihn fortwährend ein undeutliches Schmerzgefühl, ein Halbbewusstsein seiner unsäglich jammervollen Lage. So wankte er weiter und weiter, fast mechanisch durch Gitter oder Lücken in den Hecken kriechend, bis er einen Weg erreicht hatte, und jetzt fing es an, so stark zu regnen, dass er wirklich erwachte. Er blickte umher und sah in geringer Entfernung ein Haus, bis zu welchem er sich fortschleppen zu können meinte. Die Bewohner desselben hatten vielleicht Mitleid mit ihm, und wo nicht, so war es doch besser, wie er dachte, in der Nähe menschlicher Wesen zu sterben, als allein auf den öden Feldern. Er sammelte seine letzten Kräfte und eilte so rasch er konnte dem Hause zu. Als er näher kam, war es ihm, als wenn er es schon gesehen hätte, wenn er sich auch seiner einzelnen Teile nicht erinnern konnte. Doch ach, die Gartenmauer! Und dort an jener Stelle hatte er sich in der vergangenen Nacht auf die Knie niedergeworfen und die beiden Männer um Erbarmen angefleht. Es war dasselbe Haus, das sie zu berauben versucht hatten. Auf ein paar Augenblicke überkam ihn ein Gefühl so entsetzlichen Schreckens, dass er den Schmerz seiner Wunde vergaß und nur an Flucht dachte. Flucht! Er war kaum imstande, sich auf den Füßen zu erhalten, und hätte er die Kräfte dazu gehabt, wohin hätte er fliehen sollen?
Die Gartentür stand offen, er wankte über den Grasplatz, stieg mit Mühe die Stufen des Portals vor der Haustür hinan und klopfte leise. Die Kräfte schwanden ihm und er sank ohnmächtig nieder. Gerade zu derselben Stunde stärkten sich Mr. Giles Brittles und der Kesselflicker nach den Strapazen und Schrecken der Nacht in der Küche durch ein Schälchen Tee und was es sonst Gutes gab. Nicht, dass es Mr. Giles' Gewohnheit gewesen wäre, zu große Vertraulichkeit mit der geringeren Dienerschaft zu pflegen, gegen welche er sich vielmehr der Regel nach nur mit einer leutseligen Herablassung benahm, die stets an seine höhere Stellung in der Gesellschaft erinnerte. Allein Todesfälle, Feuersbrünste und Einbrüche machen alle Menschen gleich, und Mr. Giles saß mit ausgestreckten Füßen am Herde, hatte den linken Arm auf den Tisch gestützt, illustrierte mit dem rechten einen genauen und blühenden Bericht über den nächtlichen Raubanfall, und sein Publikum, zumal die Köchin und das Hausmädchen, hörte ihm mit atemloser Spannung zu. »Es mochte 13:30 sein«, sagte Mr. Giles, »indes kann ich nicht darauf schwören, ob's nicht 15:45 war, als ich aufwachte, mich im Bette herumdrehte, ungefähr so«, er drehte sich bei diesen Worten auf seinem Stuhle herum und zog den Zipfel des Tischtuchs über die Schultern, um bildlich desto lebhafter die Vorstellung einer Bettdecke hervorzurufen, und ein Geräusch zu hören glaubte. Hier erblasste die Köchin und forderte das Hausmädchen auf, die Küchentür zu verschließen. Das Hausmädchen hieß es Brittles, der es dem Kesselflicker hieß, der sich stellte, als ob er nichts hörte. »Ein Geräusch zu hören, glaubte«, wiederholte Mr. Giles. »Ich dachte zuerst bei mir selbst, es ist eine Täuschung, und legte mich schon wieder zum Einschlafen zurecht, als ich das Geräusch abermals und vollkommen deutlich vernahm.« »Was war es denn für eine Art von Geräusch?«, fragte die Köchin. »Ein sprengendes«, erwiderte Mr. Giles. »Ich denke, es war mehr, wie wenn eine eiserne Stange auf einer Muskatnussreibe gerieben wird«, fiel Brittles ein. »So war es, als Sie es hörten«, sagte Giles, »zu der Zeit, aber als ich es vernahm, hatte es einen sprengenden Ton. Ich warf die Bettdecke zurück«, er wiederholte die Bewegung mit dem Tischtuche,